Ja, vielen Dank, Ramona und Tim, für die nette Einführung. Ich hoffe, es können auch alle was hören und auch sehen. Aber am wichtigsten ist es, dass ihr natürlich was hören könnt, denn es soll ja heute um die Inhalte gehen. Genau, und vielen Dank, dass ihr drei heute da seid. Wir sind echt begeistert, dass wir solche hochkarätigen Teilnehmer unserer Podiumsdiskussion gefunden haben. Und ich glaube, in dieser Form kommen wir auch das erste Mal so zusammen. Denn ein Austausch zwischen den Beteiligten des BGH-Urteils, was gerade um Legal Tech ging, und der Bundesrechtsanwaltskammer, die nicht direkt, aber auch an diesem Verfahren irgendwie ja beteiligt war, als Rechtsanwaltskammer, die dahinter stand, die geklagt hatte oder beklagt wurde, ist natürlich besonders super, dass wir Herrn Wessels auch da haben als Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich möchte ganz gerne einsteigen mit vier Fragen, die nicht das erste Mal gestellt wurden, sondern auch schon in der Rethinking Law. Das ist eine Zeitschrift, die sich um digitale Transformation des Rechts, um Legal Tech dreht. Dort gab es eine Ausgabe vor knapp einem Monat, in der diese Fragen auch adressiert wurden. Bisher haben verschiedene Parteien darauf geantwortet, auch der Deutsche Anwaltsverein. Die Bundesrechtsanwaltskammer hatte darauf noch nicht geantwortet. Insofern möchte ich dafür nochmal die Gelegenheit nutzen, um sozusagen nochmal die Standpunkte so ein bisschen am Anfang klarzustellen und zu zeigen, ja, wo stehen denn alle eigentlich gerade so an diesem Punkt. Kommen wir insofern zur ersten Frage. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier reihum und ihr gebt einfach eine kurze Antwort auf diese Frage. In die längere Diskussion steigen wir danach noch ein. Gibt es in Deutschland ein strukturelles Defizit bei der Durchsetzung von kleinen und mittleren Ansprüchen von Verbrauchern, beziehungsweise bei der Abwehr gegen Verbraucher gerichteter kleiner und mittlerer Ansprüche? Ja oder nein? Kurze Antwort, nein. Denn wir haben eine große Anwaltsklientel. Sie wissen, wir haben rund 165.000 Anwälte in Deutschland. Da werden wir natürlich die Syndikus-Anwälte und Anwältinnen davon in Abzug bringen müssen. Die kümmern sich ja nicht um Verbraucherschutzfragen. Aber wir haben eine sehr große Anzahl an kleineren, mittleren Sozietäten, die natürlich Verbraucherschutzthemen behandeln, sowohl auf Aktivseite wie auf Passivseite. Und das Ganze wird ja unterstützt auch durch unser Rechtssystem. Auf der einen Seite mit Beratungshilfe im außergerichtlichen Bereich und dann mit PKH. Herr Heimer, Sie sind wahrscheinlich anderer Meinung. Klar, ja, es gibt ein massives Defizit bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten, nicht nur in Deutschland übrigens, sondern europaweit und wahrscheinlich sogar weltweit. Und man kann es eigentlich sehr anschaulich machen an dem Beispiel Internetkosten. Da geht es in der Regel um Ansprüche, die vielleicht 10 oder 15 Euro sind. Und mir ist nicht bekannt, dass es einen effizienten Weg gibt für einen Verbraucher, einen 10-Euro-Anspruch durchzusetzen, wenn er nicht rechtsschutzversichert ist. Die Prozess- oder Beratungshilfe, die setzt ja nur am Missverhältnis sozusagen zwischen Leistungsfähigkeit und Kosten an, aber nicht am Missverhältnis zwischen Anspruchshöhe und Kostenverfolgung. Wenn Sie einen 10-Euro-Anspruch in Deutschland in der ersten Instanz gerichtlich durchsetzen wollen, haben Sie ein Kostenrisiko von knapp 500 Euro. Das heißt, ein Verbraucher muss sich zu 99% sicher sein, dass er den Fall gewinnt, bevor er rechtliche Hilfe in Anspruch nimmt, um einen 10-Euro-Anspruch durchzusetzen. Das ist klar prohibitiv und weil das so ist, haben wir dieses Rechtsdurchsetzungsdefizit. Herr Lindemann. Ja, ich glaube auch, dass es in vielen Fällen einfach nicht lohnenswert ist, kleine Forderungen zu verfolgen oder kleine Ansprüche zu verfolgen. Ich finde, ein super Beispiel ist, wer hat vor Flightride irgendwann mal versucht, seine Flugverspätung einzuklagen? Das hat eigentlich kaum jemand gemacht. Und von daher glaube ich, dass da noch viel Potenzial da ist, größeren Zugang zu schaffen zu solchen oder für die Abwicklung solcher kleinerer Forderungen. Das bedarf aber halt einem hohen Standardisierungs- und einem hohen Automatisierungsgrad, damit man das effizient verfolgen kann, weil es sich sonst für viele kleine Dinge einfach gar nicht lohnt. Vielen Dank für die erste Runde. Auf jeden Fall sehen wir schon mal, auf der einen Seite sieht Herr Wessels gar kein Problem, während die anderen schon ein Problem gesehen haben, dass es eben ein Durchsetzungsproblem vielleicht gibt. Kommen wir zur nächsten Frage, baut darauf so ein bisschen auf. Eine Verbesserung des Rechtsschutzes bei kleinen und mittleren Streitwerten ist, jetzt kommen vier Antworten, Achtung, nicht erforderlich, also baut so ein bisschen auf, wünschenswert, C, sehr wichtig oder D, unverzichtbar für einen modernen Rechtsstaat.
Können Sie nochmal eben die Ausgangsfrage? Eine Verbesserung des Rechtsschutzes bei kleinen und mittleren Streitwerten. Was verstehen Sie denn unter Verbesserung des Rechtsschutzes? Das ist doch schon mal die entscheidende Frage. Geht es wie eben um die Frage der Durchsetzbarkeit? Natürlich ist es wünschenswert, wenn solche Forderungen durchgesetzt werden können. Aber ich widerspreche Ihnen auch, Herr Lindemann, auch Fluggastentschädigungen sind durchgesetzt worden, bevor es flightright.de gab. Also es hat genug Klageverfahren gegeben in der Richtung. Und es wird sehr pauschal immer behauptet, es gäbe da ein Rechtsdurchsetzungsproblem. Das würde ich in dieser Pauschalität bestreiten. Natürlich ist es wünschenswert, dass Verbraucherrechte durchgesetzt werden. Aber dafür sind Anwälte da und dafür sind Anwälte auch in der Beratung vorher da, ob es sich lohnt, diesen Prozess zu führen oder nicht. Darf ich direkt? Ja, klar, gerne. Nochmal dieses Beispielsfall. Ich bin ein Verbraucher, habe einen Anspruch, der ist 10 Euro wert. Wir sozusagen als allwissender Beobachter wissen, der Anspruch ist materiellrechtlich gegeben. Der Kunde, der Verbraucher hat aber keine Rechtsschutzversicherung. Was würden Sie dem empfehlen? Ja, wenn er einen Anspruch hat, kann er ihn auch durchsetzen. Und er hat dann 500 Euro Kostenrisiko. Dafür haben wir ein Kostenerstattungssystem. Wenn Sie den Prozess gewinnen, werden die Kosten erstattet. Das weiß er aber nicht. Doch sicher weiß er das, wenn er beim Anwalt ist, weil er ihn entsprechend berät. Dazu muss er 180 Euro erstmal auf den Tisch legen, bevor er das erfährt. Er muss nicht unbedingt 180 Euro auf den Tisch legen, denn die Höhe der Gebühr, die Erstberatung, muss ja nicht zwangsläufig 180 oder 190 Euro sein. Aber mehr als 10 Euro. Wir können darauf ja gleich nochmal weiter eingehen. Wir wollen erstmal die Runde zu Ende machen. Die kostenlos diese Beratung erstmal vornehmen. Also Sie sagen, nicht erforderlich. Doch, es ist erforderlich, aber wir haben ein Rechtsschutzsystem und ein Rechtssystem, das es eben auch gewährleistet, dass kleine Forderungen durchgesetzt werden. Also brauchen wir keine Verbesserung dieses Systems. Das bestehende System ist ausreichend dafür. Nochmal, wenn Sie das verbessern können, spricht überhaupt nichts dagegen. Und wenn es technische Möglichkeiten gibt, die die Kanzleien in die Lage versetzen, noch effektiver diesen Rechtsschutz durchzusetzen, spricht da überhaupt nichts dagegen. Da sind wir die Letzten, die sich dagegen wenden. Okay. Von Ihnen, Herr Heimer, ist das auch klar, Antwort D, ja, unverzichtbar? Absolut unverzichtbar. Und ich möchte auch noch mal kurz sozusagen die Tragweite und die Perspektive, die wir darauf haben, noch mal kurz erläutern. Jeder Verbraucheranspruch, der nicht durchgesetzt wird, der aber materiell rechtlich besteht, ist ein Problem für den Rechtsstaat. Wir wissen, dass die meisten Verbraucher diese Ansprüche nicht durchsetzen. Flightrate ist ein Beispiel, weniger Miete ist ein Beispiel zum Thema Mietpreisbremse. Es gibt das Thema Internetgeschwindigkeit, das ich vorher genannt hatte. Das ist ein Gesetz, das seit 3,5 Jahren in Kraft ist in der Europäischen Union, die Telekom Single Markets Verordnung, die eben diese Ansprüche kodifiziert. Und es ist kein einziger Fall bekannt seit 3,5 Jahren in ganz Europa, wo ein Verbraucher erfolgreich gegen einen Telekom-Konzern diese Ansprüche durchgesetzt hat. Gleichzeitig wissen wir aber, dass es diese Ansprüche gibt, weil es Studien der EU-Kommission und auch der Bundesnetzagentur gibt, dass das Delta zwischen versprochener Internetgeschwindigkeit und tatsächliche Geschwindigkeit fundamental groß ist, ca. 40%. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Und das Problem hat einen Second-Order-Effekt und der besteht darin, dass die Unternehmen, in der Regel sind es ja Großkonzerne, diese rationale Apathie der Verbraucher antizipieren. Die wissen, der Verbraucher macht nichts. Und deswegen ist es rational, nicht nur böse, nicht nur die böswilligen Konzerne, sondern es ist streng rational, Verträge und Gesetze zu verletzen, wenn und weil ich weiß, es passiert mir nichts. Und selbst wenn 1% oder 2% der Verbraucher diese Ansprüche durchsetzen, 98% tun es nicht. Und weil wir eben in der europäischen Rechtsordnung keine Pönalen haben, also keinen Strafschadensersatz, sondern nur einen kompensatorischen Schadensersatz, ist es immer ein gutes Geschäft für den Konzern, für das Unternehmen, die Verbraucherrechte zu verletzen, weil schlimmstenfalls wird ihm das wieder weggenommen, was er sozusagen unbotmäßig sozusagen für sich beansprucht hat. Und jetzt haben wir eine Situation, wo der Verbraucher einen Rechtsverdruss hat, weil er mit seinem 10-Euro-Anspruch nicht weiterkommt und das Unternehmen setzt sich bewusst sozusagen über Gesetz und Vertrag hinweg. Das ist für mich die Definition einer Erosion des Rechtsstaates. Das ist ein ganz fundamentales Problem und das Thema Verbraucherrechte hat in den 80er Jahren angefangen. Jetzt ist es richtig relevant geworden, weil dieses Ungleichgewicht, das Wissensungleichgewicht, das Mächteungleichgewicht zwischen Verbrauchern und Unternehmen sehr stark angestiegen ist. Deswegen sagen wir schon, es ist eine fundamentale Frage des Rechtsstaates. Verbraucherrechte sind nicht ein Rechtsgebiet und Gesellschaftsrecht ist viel interessanter und da wird auch mehr Geld verdient und es ist irgendwie wichtiger, sondern da kommt es wirklich zum Schwur, wie wir den modernen Rechtsstaat leben wollen. Und deswegen ist meines Erachtens Legal Tech eine zentrale Funktion eines modernen Rechtsstaates und kann gar nicht überschätzt werden in der Bedeutung und muss gleichrangig mit der klassischen Anwaltschaft eigentlich gesehen werden. Mhm.
Herr Lindemann, wie sehen Sie das? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wobei ich gar nicht sage, dass es durch Legal-Tech-Anbieter erbracht werden kann oder durch Anwälte erbracht werden kann oder muss, sondern ich glaube einfach, der Zugang muss vereinfacht werden. Ja? Und das kann am Ende durch einen Anwalt mit einer einfachen, standardisierten technischen Lösung vereinfacht werden. Das kann durch einen Legal-Tech-Anbieter vereinfacht werden. Aber wichtig ist doch, dass man das Angebot tatsächlich so niederschwellig macht, dass es auch wahrgenommen wird, also wirklich genutzt wird, dass man den Zugang einfach, effizient gestaltet, dass auch für den Konsumenten selbst sich irgendwie der Aufwand lohnt, die 10 oder 50 oder 100 Euro einzuklagen, um einfach die Rechte durchzusetzen. Und ich finde grundsätzlich, dass es ja ein gesellschaftspolitisch relevantes Interesse ist, den Zugang zum Recht und dazu sein Recht zu bekommen, möglichst einfach zu gestalten und möglichst breit zu gestalten. Das ist eine ganz gute Überleitung auch zur dritten Frage. Wie sollte im Jahr 2030, also in 10 Jahren, ein Verbraucher einen streitigen 10-Euro-Anspruch geltend machen? 3 Antwortmöglichkeiten: A, mittels eines Rechtsanwalts, vergütet nach dem RVG, also Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, B, automatisiert mittels eines Legal-Tech-Anbieters, oder C, nicht im traditionellen Justizsystem, das für solche Ansprüche nicht aufgestellt ist, dafür brauchen wir eine spezielle Stelle. In 2030 werden wir wahrscheinlich eine ganz andere Situation haben, als sie jetzt da ist. Ob wir das RVG in dieser Form noch haben werden, ist dann eine große Frage. Deswegen sind die Fragen oder die Antworten zu sehr beschränkt. Also die Durchsetzungsfähigkeit ja, und mit welchem Kostenaufwand, das wird auch eine Entscheidung sein, tatsächlich, die sich auch über Legal Tech möglicherweise ändert. Aber Legal Tech ist für uns in der Anwaltschaft etwas, was aus der Anwaltschaft mit der Anwaltschaft gemacht wird und nicht was außerhalb durch nicht anwaltliche Tätigkeit erbracht wird. Also wenn sich die Gesetzgebung nicht dramatisch ändert, dann ist die Antwort über Legal Tech-Angebote. Noch besser, sozusagen aus rechtsstaatlicher Perspektive, wäre natürlich eine so moderne Verfahrensordnung, Stichwort Small Claims Courts, wie es in anderen Ländern auch möglich ist, dass Verbraucher sozusagen direkt selbst, ohne professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, zu ihrem Recht kommen. Das ist allerdings ein Weg, der sicherlich mehr als 10 Jahre noch in der Zukunft liegt. Ja, ich kann das jetzt nicht so richtig, als Nicht-Jurist kann ich das nicht so rechtsdogmatisch beantworten. Ich kann nur sagen, möglichst einfach und effizient und nach Möglichkeit in der digitalen Abwicklung. Ja, vielen Dank für die dritte Antwortreihe. Kommen wir jetzt zur vierten und letzten Frage. Brauchen wir ein Legal-Tech-Gesetz? Also brauchen wir, es ist ja breit gestaltet, also es kann irgendeine Art von gesetzlicher Regulierung für Legal-Tech. Also auch die Frage können Sie nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Es hängt davon ab, was Sie wollen. Wir haben schon Regelungen zum Zugang zum Recht, durch wen auch dieser Zugang zum Recht gewährleistet werden kann. Und ein Legal Tech Gesetz als solches wird es aus meiner Sicht nicht geben, weil Legal Tech taucht in so unterschiedlichen Varianten und Formen auf. Und die Frage ist, ob es wirklich eines Legal Tech Gesetzes bedarf. Es ist eher eine Frage, bedarf es einer Änderung des RDGs, bedarf es einer Änderung berufsrechtlicher Regelungen, also in der Bundesrechtsanwaltsordnung. Und insofern kann man diese Frage nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Aber ein Legal Tech Gesetz als solches wird es nach meiner Überzeugung nicht geben. Also aus meiner Sicht bedarf es eines, also wie auch immer gearteten Legal-Tech-Gesetzes, muss ja nicht Legal-Tech-Gesetz draufstehen, das kann ja auch sozusagen ein Artikelgesetz sein, das unter anderem in der Abschaffung einiger Bestimmungen im RDG und in der BRAU und in sonstigen Vorschriften der RVG liegt. Ich glaube, wir brauchen das, weil das BGH-Urteil zu weniger Miete ja nur einen Teilaspekt, einen ganz kleinen Teilaspekt geklärt hat, nämlich dass Inkasso also deutlich weiter ist als ursprünglich von einigen Gerichten, die die Tragweite der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung verkannt haben, anders gesehen haben. Aber die Ausprägungen, die Verbraucherschutz
durch Legal Tech nimmt, die sind viel weiter. Da geht es zum Teil auch um Forderungsabwehr. Also wenn ich eine Mieterhöhung habe, dann will der Vermieter von mir die Zustimmung, das muss abgewehrt werden. Das ist aber inhaltlich der fast gleiche Prozess wie die Durchsetzung der Mietpreisbremse, was eine Aktivforderung, also inkassofähig ist laut BGH. Ist wirklich in der Sache, besteht da so ein Unterschied, ist die Gefährdungslage des Rechtssuchenden bei der Abwehr einer Mieterhöhung so viel dramatischer, dass es also nur durch die Anwaltschaft gemacht werden kann, als die Durchsetzung der Mietpreisbremse durch Inkasso? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir deswegen ein Legal Tech Gesetz brauchen, das auch beispielsweise die Forderungsabwehr für Legal Tech Angebote, die auch durch Nichtanwälte erbracht werden können, möglich sein muss. Aber die ganz große Lösung aus meiner Sicht, und deswegen sehe ich auch gar keine Frontstellung zwischen Anwaltschaft und Legal Tech, und deswegen der Satz, wo Legal Tech draufsteht, muss Anwalt drinstehen, der ist dann auch aus unserer Sicht zustimmungsfähig, wenn die Anwaltschaft so gelockert wird, dass sie auch Legal Tech fähig wird. Und das ist aktuell nicht der Fall. Dazu brauchen wir eine Abschaffung des Fremdbesitzverbotes und eine weitgehende Abschaffung des Erfolgshonorarverbotes und des Provisionsverbotes. Wenn das gegeben ist, dann herrscht ein Level Playing Field zwischen Legal Tech und Anwaltschaft, und da gibt es auch keine Frontstellung mehr, wo man Grabenkämpfe vielleicht machen muss. Ja, ich glaube, dass es zumindest Klarstellungen geben muss, was im Rahmen des RDG erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das ist ja offensichtlich schon auch noch ein Stück weit in Diskussion. Es gibt ja Ihr Verfahren dazu, wir hatten dazu auch ein Verfahren oder haben es noch, sodass ich schon glaube, da muss es eine Konkretisierung geben. Vielleicht, wenn ich es jetzt mal plakativ sage, das RDG hört sich jetzt für mich als Nichtjurist im ersten Blick ja auch ein bisschen analog an. Ja, es gibt halt viele Entwicklungen im Online- und digitalen Markt, die dazu führen, dass man einfach dann auch mal klarstellen muss, was vielleicht auch an Rechtsdienstleistung auf rein technischer Basis zulässig ist und was nicht, sodass ich nicht weiß, ob es dann extra Gesetz für geben muss, da stimme ich zu, aber das ist, glaube ich, schon Veränderungen am RDG oder an der BRAU geben muss, um einfach auch eine Klarheit zu gewinnen, was wie getan werden darf. Apropos Klarheit, erstmal vielen Dank für diese Eröffnungsrunde. Jetzt haben wir auf jeden Fall die ersten Statements sozusagen im Raum. Ungefähr ist sozusagen das Verhältnis der Ansichten klar geworden. Ich glaube, mancher hier im Raum fragt sich so ein bisschen, was steckt denn jetzt alles dahinter? Wir haben ja über BRAU gesprochen, über verschiedene Verfahren, die laufen. Bevor wir jetzt in die richtige Diskussion einsteigen, möchte ich ganz gerne nochmal so ein bisschen erklären, was der aktuelle Status quo eigentlich so ist, was ist bisher passiert, warum reden wir eigentlich über diese ganze Sache. Nun ist es so, seit einigen Jahren haben sich eben durch Digitalisierung im Rechtsbereich verschiedene, vor allem Verbraucherrechte, Startups, Legal Tech Unternehmen gebildet, die oft nach dem gleichen Schema arbeiten. Es gibt zum Beispiel wenigermiete.de, das Daniel Heimer gegründet hat. Herr Heimer, wollen Sie einmal ganz kurz erklären, was wenigermiete.de macht? Das ist, glaube ich, ganz an einem Beispiel erklärt, also Mietpreisbremse, wir setzen die Mietpreisbremse durch, einfach online und ohne Kostenrisiko. Der Mieter kommt zu uns, kann über die Eingabemaske seine Falldaten eingeben. Im Hintergrund berechnet der Algorithmus, ob die Miete nach den Angaben des Kunden, die nicht verifiziert werden, zunächst im ersten Schritt, ob die Miete überhöht ist, also gegen die Mietpreisbremse verstößt oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann kann uns der Kunde mandatieren mit der Durchsetzung seiner Rechte unter der Mietpreisbremse. Und wenn es klappt, dann erhalten wir ein Erfolgshonorar, in dem Fall 4 Monats-Mietdifferenzen. Und wenn es nicht klappt, dann war das für den Kunden kostenfrei sozusagen. Das ist das Modell. Und es dauert 5 Minuten und in 3 bis 6 Monaten hat man in der Regel sein Ergebnis. Genau. Und das Problem, was sich hier stellt, ist, dass viele Verbände, die verschiedene Rechtsanwaltskammern der Meinung sind, das stellt, diese Tätigkeit stellt eine Rechtsberatung dar, nach eben dem zuständigen Gesetz, dem Rechtsdienstleistungsgesetz, und das dürfen nur Anwälte machen. Und dann ist eben auch die Frage, darf das Technik machen? Darf man solche Sachen, solche Ansprüche abtreten? Denn es gibt eine Ausnahme für Inkassodienstleister. Das heißt, wenn ein Inkassodienstleister so etwas macht, dann ist das erlaubt nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Und deswegen gibt es so eine genannte Flucht in die Inkasso-Lizenz, Inkasso-Tätigkeit, weil es dort eben, das Rechtsdienstleistungsgesetz ist eben ein solches Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt. Allen anderen ist es verboten, außer die es eben dürfen. Und dieses ganze Verfahren, was jetzt dort entstanden ist, um diese Frage, ist vor dem BGH gelandet. Und der BGH hat entschieden, dass die Abtretung von nicht monetären Ansprüchen
auch von dieser Inkasso-Lizenz gedeckt ist. Warum sitzt Herr Lindemann da? Wolters Klüver, weiteres Verfahren vor dem LG Köln zurzeit, geht um Smart Law. Smart Law, wollen Sie es selbst erklären? Oder ja, Smart Law kann man im Prinzip als einen intelligenten Vertragsgenerator zusammenfassen. Es sind verschiedene standardisierte Rechtsvorfälle hinterlegt, vom Mietvertrag bis hin zum Testament oder einem Arbeitsvertrag. Und der Nutzer, typischerweise kleinere Unternehmen oder Konsumenten, können mit ihren eigenen Eingaben sich dann ihr Vertrags- oder ihr Rechtsdokument selbst zusammenstellen, eben für solche standardisierbaren Rechtsvorfälle, und das halt zu einem Pauschalpreis tun und dann ihre Dokumente ablegen, nochmal verwenden. Wir überprüfen dann auch, ob sich irgendwelche rechtlichen Regelungen geändert haben, die im Vertrag gegebenenfalls berücksichtigt werden müssen, und alerten dann den Kunden dazu. Im Prinzip, ich würde es jetzt mal als intelligenten Vertragsgenerator bezeichnen. Genau, und das wurde verboten vom LG Köln. Und das Ganze läuft natürlich jetzt noch weiter durch die Instanzen. Und es bleibt abzuwarten, was dort entschieden wird, noch weiter. Ja, jetzt aber die Frage, was halten Sie von diesen beiden Entscheidungen? Oder vielleicht gehen wir erstmal auf die BGH-Entscheidung ein. Also die BGH-Entscheidung stellt zunächst einmal klar, dass es Rechtsdienstleistungen sind. Und deswegen unterfällt es dem RDG. Das muss man erstmal feststellen, denn wenn es keine Rechtsdienstleistung wäre, hätten wir diese Frage überhaupt nicht, ob das von dritter Seite, die nicht Anwälte sind, erbracht werden kann oder nicht. Und die weitere Frage war dann, fällt das unter den Inkasso-Begriff? Wenn ich eine Inkasso-Erlaubnis habe, dann darf ich diesen Forderungseinzug machen. Und da hat der BGH die Auffassung vertreten, dass das RDG einen weiten Inkasso-Begriff zugrunde legt. Diese Auffassung wird von denjenigen, die seinerzeit im Gesetzgebungsverfahren zum RDG beteiligt waren, als fehlerhaft angesehen. Beispielsweise Professor Hensler war seinerzeit in dem Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Er wird auch in einer Anmerkung zu diesem Urteil darauf hinweisen, dass die Auslegung nicht so, wie der BGH es sieht, sich aus dem Gesetz, aus den Gesetzesmaterialien ergibt. Das ist übrigens auch die Auffassung, die von Vertretern des BMJV vertreten wird, dass es hier eine, ich nenne es jetzt mal Fehlinterpretation, das ist mein Ausdruck, des Gesetzgebers hinsichtlich des RDG gegeben hat. Letztendlich ist es nach dem BGH eine Inkassodienstleistung deswegen erlaubt. Die Frage ist, und das ist eben einer der Streitpunkte auch, inwieweit ist da eine Beratungsleistung vorgeschaltet? Und diese Beratungsleistung ist eigentlich nichts, was ein Inkassodienstleister erbringen soll, weil der soll eine grundsätzlich unstreitige Forderung schlichtweg durchsetzen. Er soll aber nicht erst prüfen. Dieses Prüfungsverfahren wird ja hier vorgenommen. Und da ist eben die Frage weiter oder enger Inkasso-Begriff. Deswegen kann man sich dann auch lange darüber streiten, was soll der Gesetzgeber jetzt machen? Ist das ein Verbraucherschutz, den wir in dieser Form haben wollen, den wir benötigen? Oder wird Recht dazu einer Ware gemacht? Wird Recht dazu gebraucht? Oder der eine oder andere würde vielleicht auch sagen, missbraucht, um dann gegen Unternehmen vorzugehen, weil man meint, dass die ihre Rechtsmacht ausnutzen. Das ist ja das, was Halmer eben so etwas angedeutet hat bei den Internetfragen. Nutzen da große Konzerne ihre Rechtsmacht aus und gibt es kein wirkliches Korrektiv? Und muss dieses Korrektiv dadurch geschaffen werden, dass nicht ein Verbraucher, sondern die Verbrauchermasse dagegen vorgeht? Darüber kann man lange streiten, und das wird in der Diskussion auch eine große Frage sein, ob und wo es Änderungen geben soll, ob es die im RDG geben soll, ob es die bei dem Begriff der Inkassodienstleistung geben soll, ob es notwendig ist, und das wird ja diskutiert auch im BMJV,
nämlich unter diesem Gesichtspunkt des Eckpunktepapiers, Änderung des Berufsrechts, brauchen wir eine Erweiterung der Sozietätsfähigkeit, brauchen wir das sogenannte Fremdkapital, was ein falscher Begriff ist, aber nehmen wir ihn. Das sind die Diskussionen, die da geführt werden. Einig sind sich eigentlich alle, dass Verbraucherschutz gewährleistet werden soll und dass er auch gewährleistet werden kann. Die Frage ist, auf welchem Weg, wie effektiv und gegebenenfalls natürlich auch mit welchem Kostenaufwand. Ja, was halten Sie von dem Urteil? Oder? Ich würde direkt sozusagen eingehen auf einige Dinge, die Herr Dr. Wessels gesagt hat, weil es, glaube ich, wichtig ist, ein paar Sachen festzustellen. Also zunächst, der BGH stützt sich nicht ausschließlich auf die historische Auslegung. Wir wissen alle, das ist eine von 5 Auslegungsmethoden. Und vor allem stützt er sich auf Verfassungsrecht. Und das zu Recht. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2002 und bestätigt im Jahr 2004 zum Rechtsberatungsgesetz klar gesagt, dass das, was wir jetzt machen, damals auch schon erlaubt war. Und die einzige Frage ist, hat sich durch das Rechtsdienstleistungsgesetz, durch die Reform, durch die Neufassung im Jahr 2008, 2009, diese grundsätzliche verfassungsrechtliche Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts geändert oder nicht? Und ich habe kein einziges Argument gehört, auch nicht von Professor Hensler, weshalb das nicht der Fall sein soll, sondern im Gegenteil, der Gesetzgeber hat ganz bewusst die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen in der Gesetzesbegründung vorangestellt. Was auch zur Wahrheit gehört, und das muss ich leider in aller Deutlichkeit sagen, ist, dass Professor Hensler Gutachter im VW-Verfahren gegen MyRight ist und sich auch sehr, sehr stark exponiert hat, auch an der Grenze der wissenschaftlichen Redlichkeit gearbeitet hat mit einem Aufsatz, muss man klar sagen. Er hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2002 nämlich in der entscheidenden Passage nicht zitiert, obwohl es die entscheidende Passage enthält, nämlich dass die Abtretung nicht unwirksam ist, selbst bei Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot im RDG. Aber Herr Hallmann, seien Sie mir nicht böse, das ist etwas unfair, wenn Sie hier jemanden kritisieren, der nicht anwesend ist und sich dagegen, gegen diese spezielle Behauptung, ich habe ihm das auch nicht wehren kann. Ich weiß, aber das gehört vielleicht, glaube ich, nicht hier in diesen Rahmen. Nein, ist in Ordnung. Ich habe es ihm auch direkt schon gesagt. Insofern ist alles gut. Aber auf jeden Fall muss man sagen, dass er vielleicht da nicht ganz total neutral im Ding ist und auch nicht der Einzige. Und wer vom BMJV die Ansicht vertritt, das habe ich noch nicht gehört. Das wäre interessant zu hören. Da habe ich diese Interpretation noch nicht gehört. Aber wie gesagt, die historische Auslegung ist ja nur eine unter vielen. Und die entscheidende Frage ist, gilt 2002 weiter oder nicht? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Und da habe ich noch kein Argument von keiner Partei gehört, auch nicht von Herrn Hensel. Ja, Herr Lindemann. Vielleicht, aber das, was mir noch wichtig ist und auch also, trotz aller jetzt berufspolitischen Erwägungen, jegliche Einschränkung des Berufs muss unter Artikel 12 gerechtfertigt werden. Und es ist nicht sozusagen Gott gegeben, dass es ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gibt, sondern auch dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt muss dem Artikel 12 Grundgesetz standhalten. Und das ist die Maßgabe, unter der ich überhaupt das RDG interpretieren muss. Und deswegen braucht man meines Erachtens immer und muss sich auch ganz konkret durchsubsumieren, welche Sachgründe gibt es eigentlich, dass ich im außergerichtlichen Bereich Rechtsberatung der Anwaltschaft vorbehalten soll oder dafür eine besondere Lizenz verlangen soll. Was sind die wirklichen Sachgründe? Was sind die Gefahren für den Rechtssuchenden, die ich abwehren will als Gesetzgeber, indem ich hier Regeln vorschiebe oder Zulassungsschranken mache? Und diese Gefahren erscheinen mir sehr, sehr gering im außergerichtlichen Bereich. Im gerichtlichen Bereich ganz andere Sache, da kann ich des Anspruchs verlustig gehen durch die Rechtskraft eines Urteils, nur weil der Anwalt oder weil der Rechtsberater zu spät Beweisantritt macht und das muss das Gerichtssystem funktionieren, das ist ein hochkomplexer Apparat. Im außergerichtlichen Bereich, wo es nur darum geht, außergerichtlich zu sagen, bitte zahlen und der andere zahlt nicht. Und was sind da die Gefahren, die wirklich eintreten können? Verjährung, okay, wer als Anbieter sozusagen substanziell Verjährung eintreten lässt, der wird sich nicht lange am Markt halten. Das Empfehlen eines schlechten Vergleiches, okay, oder das Absehen oder das Abraten von der Anspruchsverfolgung, obwohl eigentlich ein Anspruch da ist. Das sind so die Gefahrenquellen, die ich sehe im außergerichtlichen Bereich. Und da muss ich sagen, das hält für mich nicht unter Artikel 12 Grundgesetz einem Verbot stand. Aber da gehen Sie jetzt in eine ganz andere Richtung. Das würde ja letztendlich mit Ihrer Argumentation bedeuten, Verfassungswidrigkeit des RDG. Das ist, soweit ich das bisher gesehen oder gelesen habe, noch nie geltend gemacht worden. Das ist jetzt eine ganz andere Interpretation, die Sie jetzt vornehmen. Denn das RDG ist ja auch Ausfluss der verfassungsrechtlichen Entscheidungen.
Und es ist unter dem Gesichtspunkt, dass jetzt das RDG mit seiner Beschränkung durch den Erlaubnisvorbehalt verfassungswidrig sei. Ich habe nicht gesagt verfassungswidrig, aber man muss alles unter Artikel 12 durchsubsumieren. Und das ist sozusagen die Marschrichtung. Das ist, glaube ich, auch, was der BGH gesagt hat. Der hat gesagt, im Zweifel Artikel 12 angucken und ist im Einzelnen die Interpretation von Sachgründen gedeckt, die die Einschränkung der Berufsausübungsfreiheit insoweit rechtfertigen. So verstehe ich das BGH-Urteil. Ich glaube, es ist politisch wünschenswert, das RDG abzuschaffen und die außergerichtliche Rechtsberatung freizugeben. Ich glaube nicht, dass es verfassungswidrig ist, dass man so weit gehen kann. Herr Lindemann, wie sehen Sie das Urteil? Ja, also ich kann mich jetzt natürlich sozusagen in die Tiefen der Rechtsanalyse da nicht zusätzlich einbringen. Ich glaube, man kann nur festhalten, dass das Urteil einfach für Anbieter von Legal Tech Angeboten oder von Lösungen, glaube ich, extrem wichtig ist, weil das ja im Moment das Vehikel ist, über das die meisten ihr Angebot irgendwie erbringen, sodass diese Angebote halt weiter erbracht werden können. Ob das wünschenswert ist, dass dauerhaft auf der Basis sein muss oder ob man es nicht irgendwann mal wirklich besser und sauberer klären kann, das ist eine andere Frage und da glaube ich, das ist wünschenswert. Aber so ist es auf jeden Fall was diese Dienste mal erst am Markt belässt und das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung diesbezüglich. Und jetzt im Hinblick auf Ihre Entscheidung sozusagen vom LG Köln, was halten Sie von der oder was wünschen Sie sich vom weiteren Verfahren? Also logischerweise sind wir damit jetzt nicht einverstanden. Auch da will ich jetzt nicht tief in die juristische Begründung irgendwie reingehen, das kann ich auch gar nicht. Ich kann jetzt einfach nur mal als Analogie aufgreifen. Steuerberatungssoftware, die im Prinzip recht vergleichbar ist, da sind am Ende auch vordefinierte, teilweise durchaus komplexe steuerrechtliche Fragestellungen werden da adressiert und durch die Eingaben des Kunden oder des Nutzers selbst entsteht am Ende eine Steuererklärung. Und was anderes ist SmartLaw im Prinzip auf dem Bereich der definierten Vertragstypen oder Rechtsdokumente, die drin sind, auch nicht. Es sind standardisierte Fälle, die dort bearbeitet werden, zugegebenermaßen durchaus komplexe, die wir vorab erarbeitet, definiert haben, auch ja zusammen mit Anwälten, die sich mit der Thematik auskennen. Es ist also auch nicht so, dass das von Fachfremden erstellt ist. Und am Ende nutzt einfach das System die hoffentlich richtigen Angaben des Nutzers dazu, dann die entsprechenden Komponenten des Vertrags zusammenzubauen und ein Dokument zu erzeugen. Was dabei ja explizit nicht passiert, ist irgendeine individuelle Beratung oder eine abschließende Prüfung durch jemanden, der sagt, so und jetzt ist das auch exakt und genau richtig. Und es kann natürlich auch kein ganz spezieller individueller Fall abgebildet werden, sondern eben nur was sich unter diesen standardisierten Rahmen fügen lässt. Das ist im Prinzip eine ganze Menge, es ist aber auch nicht alles und es kann die anwaltliche Beratungsleistung, wenn ich denn dann für meinen Fall eine brauche, auch nicht ersetzen. Deshalb ist unsere Meinung, es ist so nicht von diesem RDG-Ausschluss betroffen, weil es keine Rechtsdienstleistung in einer hier relevanten Form ist. Das hat das Gericht jetzt in erster Instanz anders entschieden. Wir werden da natürlich weitergehen. Wir werden auch mit SmartLaw so lange am Markt bleiben. Also die Rechtsanwaltskammer Hamburg hat auch gesagt, okay, sie wollen das nicht vollstrecken. Ich glaube, es haben alle ein Interesse daran, dass das grundlegend geklärt wird. Ja, und von daher durchaus auch seinen Weg durch die Instanzen nimmt, damit man eine saubere rechtliche Klärung bekommt. Und das ist im Moment der Status quo. Und so verfolgen wir das auch weiter. Ja, und jetzt ist es ja so, SmartLaw kann sich jetzt nicht in die Inkassotätigkeit flüchten. Deswegen ist es nicht ganz so einfach wie bei LexFox, weniger Miete oder anderen Anbietern. Auch bei MyRide ist es so, dass es da ein Verfahren gibt. Und da gab es auch jetzt Entscheidungen vom LG Braunschweig, glaube ich, wo das Ganze zugelassen wurde, wo auch gesagt wurde, Abtretung von diesen Ansprüchen gegen VW ist auch in Ordnung. Jetzt kommen wir nur zu dieser Frage, was machen wir jetzt draus? Was muss sich verändern aus der Sicht der Legal Tech Anbieter? Herr Westitz, Sie sind der Meinung, es muss sich eigentlich nichts verändern, habe ich das richtig verstanden? Nein, das würde ich nicht in dieser Absolutheit sagen. Ich darf da vielleicht einmal auch vorwegschieben, warum ich auch keine, sagen wir mal, ganz klare Position hier beziehen kann, pro, contra, hier eine Änderung, da eine Änderung. Sie müssen einfach eins sehen, die Bundesrechtsanwaltskammer ist der Zusammenschluss der 27 regionalen Rechtsanwaltskammern plus die Kammer beim BGH, also 28 Kammern.
Und unsere Aufgabe als Bundesrechtsanwaltskammer, gesetzlich definiert, wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist eben auch die Gesamtheit der Auffassungen der regionalen Kammern zur Durchsetzung zu bringen. Und das bei 28 Kammern. Aufgrund auch der unterschiedlichen Struktur der jeweiligen Kammern mit ihren Mitgliedern, mit ganz unterschiedlichem Aufbau der Anwaltschaften, Großkanzleien, kleine Kanzleien, auch eine ganz unterschiedliche Klientel, die ist sicher in Ostdeutschland teilweise anders als im Westdeutschland. Das alles macht die Schwierigkeit aus und deswegen ist es natürlich auch nicht ganz leicht, da eine einheitliche Linie zu finden. Wir orientieren uns und versuchen uns zunächst einmal natürlich an grundsätzlichen Dingen zu orientieren. Wir haben ein Rechtssystem, was sehr gut funktioniert, was nicht nur europaweit, sondern auch über die Grenzen von Europa hinaus anerkannt ist. Viele Länder bemühen sich, rechtsstaatliche Strukturen, wie wir sie haben, in ihre Gesetzgebung zu integrieren, um da rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Und dass wir dem vom Grundsatz her einen sehr guten Zugang zum Recht haben, und zwar für jede Schicht, Bevölkerungsschicht, ich glaube, das wird man sagen können. Und da haben wir eben ein ausgeklügeltes und ein rechtssicheres System. Das fängt an mit Beratungshilfe, setzt sich fort über PKH, VKH, setzt sich fort über ein RVG, wo das Kostenrisiko transparent ist, jedenfalls in den gerichtlichen Verfahren. Wir haben ja eben schon darüber diskutiert. Natürlich immer auch mit einem eigenen Kostenrisiko, wenn ich den Prozess verliere, aber andererseits mit einer vollen Kostenerstattung, wenn ich den Prozess gewinne. Darüber hinaus haben wir sozusagen darüber gelegt, ein Rechtsschutzversicherungssystem, was weltweit als Goldstandard angesehen wird. Das alles bedeutet nicht, dass man nicht darüber nachdenken kann, muss und soll, ob es immer wieder noch Verbesserungen gibt. Man muss aber sehr sorgfältig schauen, wenn man einzelne Elemente ändert, beispielsweise das Erfolgshonorar komplett freigibt, also auch für die Anwaltschaft. Was bewirkt das dann in unserem System mit dem RVG, mit der Kostenerstattung, mit PKH, VKH? Das heißt also, wir haben hier auch rechtssystematische Überlegungen, was passiert, wenn ich kleine Bausteine oder vermeintlich kleine Bausteine ändere, führt das dazu, dass das System insgesamt möglicherweise auch in wesentlichen Punkten kippt. Die europarechtliche Rechtsprechung beispielsweise ist gerade, wenn es um gebührenrechtliche Fragen geht, sehr, sehr eng gefasst. Da wird immer wieder gesagt, das System muss kohärent sein. Es gibt ja die Entscheidung zur HOAI, wo diese Kohärenz nicht gesehen worden ist. Es stellt sich die Frage, wenn man hier Änderungen vornimmt, bezogen auf das Erfolgshonorar, es wird ja auch diskutiert, bis 2000 Euro das Erfolgshonorar auch für Anwälte freizugeben, führt das insgesamt dann zu einer Änderung des RVG-Systems, dass beispielsweise europarechtlich gesagt wird, das ist nicht mehr kohärent. Das will ich mal vorausschicken, dass man sich diese Gedanken eben auch machen muss. Es ist nicht immer einfach damit getan, eine kleine Änderung vorzunehmen. Nochmal, das bedeutet nicht, dass man nicht darüber nachdenkt und das tun wir alle zusammen. Wir denken eben auch darüber nach und haben auch seitens der Bundesrechtsanwaltskammer eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich speziell mit Legal Tech befasst, mit der Frage, wie man Legal Tech in die Anwaltschaft einbringen kann, aber natürlich auch mit der Frage, braucht man Erweiterungen oder ist das System, was wir haben, so gut, dass wir es so belassen können? Und wenn es um die Frage der Rechtssicherheit geht, dann muss man natürlich auch sagen, auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat vielleicht nicht die Klarheit gebracht, die wir uns allesamt, sowohl Legal Tech-Anbieter als auch vielleicht die Anwaltschaft, gewünscht hätten. Wenn es in der Formulierung heißt, das sei noch zulässig. Ja, was bedeutet dieses noch? Wo ist dann die Grenze zu ziehen? Und irgendwo heißt es dann also auch in der Entscheidung, dass immer eine Einzelfallbeurteilung erfolgen muss. Deswegen also grundsätzlich die Diskussion um die Frage, kann ich den Zugang zum Recht noch besser, noch effektiver machen, die ist immer richtig. Und die weitere Frage ist dann,
brauche ich dazu Anbieter außerhalb der Anwaltschaft oder kann es die Anwaltschaft selbst auch stemmen mit Produkten, die entweder selbst aus der Anwaltschaft kreiert werden. Sie haben eben gesagt, Bird & Bird ist beispielsweise einer Ihrer Sponsoren. Ich weiß von Bird & Bird, dass die eigene Legal Tech Produkte entwickeln, dass sie aber auch bereit sind, das anderen Kanzleien zur Verfügung zu stellen. Auch das wäre ein System, wie man Legal Tech in der Anwaltschaft beispielsweise noch weiter verbreiten kann. Aber Legal Tech Anbieter im Sinne einer im Sinne von Verbraucherplattformen, da sehen Sie Gefahren für? Wir sehen die Gefahren darin, weil das RDG kein Schutzgesetz für Anwälte ist, sondern das RDG ist als Schutzgesetz für den Mandanten gedacht und auch auf dieser Grundlage, auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dann im Gesetzgebungsverfahren gemacht worden. Warum im Mandanteninteresse? Um qualifizierte Rechtsberatung zu gewährleisten. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand ein Jurastudium insgesamt abgeschlossen hat oder ob er nur eine wie auch immer geartete Qualifikation hat, um als Rechtsdienstleister tätig zu sein. Also, dass das im Mandanteninteresse möglicherweise unterschiedlich zu sehen ist, ich glaube, darüber kann man sogar Konsens erzielen. Herr Heimer sieht das auf jeden Fall anders. Er fordert nämlich eine Abschaffung des Anwaltsmonopols, zumindest im außergerichtlichen Bereich. Ne? Genau, das würde ich gleich nochmal erläutern, aber trotzdem würde ich vorab noch auf ein paar Dinge eingehen, die Herr Dr. Wessel gesagt hat. Also wir stimmen, glaube ich, völlig überein. Deutschland hat ein sehr, sehr gutes Rechtssystem im Verhältnis, im Vergleich zu anderen Staaten. Und deswegen finde ich es ja so traurig, dass es uns nicht gelingt, das Thema Verbraucherrechte in den Griff zu kriegen. Nochmal das Beispiel, das ich eingangs erwähnt hatte. Ein Student, der einen Telekom-Vertrag hat, da ruckelt Netflix immer Freitagabend und es ärgert ihn und er zahlt 50 Euro oder sie für diesen Internetzugangsvertrag. So, und was soll der jetzt machen? Ne? Also vielleicht kommt nur 60% der Bandbreite an, das ist so sein Bauchgefühl, oder? Und vielleicht müsste er nur 35 Euro anstatt 50 Euro zahlen. Der hat aber keine Rechtsschutzversicherung. Dem sind die Hände gebunden. Der kann nichts machen, was auch nur annähernd in seinem Kosteninteresse ist. Wenn er zu einem Anwalt geht, der überhaupt dieses Mandat annimmt, na, das ist eine andere Schwelle, die Debatte möchte ich mich gar nicht einmischen, aber da gibt es auch Zugangsbarrieren, wann ein Anwalt überhaupt den Stift in die Hand nimmt, bei welchem Honorar. Aber angenommen, er findet den, dann hat er ein Kostenrisiko von, wie gesagt, knapp 500 Euro und selbst die Erstberatung ist in der Regel weit mehr als diese 15 Euro, die er da als Anspruch hat. Der scheitert in unserem Rechtsstaat. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, weil hier im Raum 80% der Zuschauer haben dieses Problem. Die haben zu wenig Internetbandbreite. Das ist amtlich per Bundesnetzagentur festgestellt. Und es gibt ganz viele weitere Verbraucherschutzthemen, wo man dieses Beispiel genauso machen kann. Und für die Ansprüche, und das sind in der Summe Milliarden, müssen wir Lösungen finden, wie auch immer, die zum Recht führen, die den Zugang zum Recht ermöglichen. Und da haben wir einfach noch einen blinden Fleck in unserem Rechtssystem. Und den müssen wir irgendwie schließen. Und Deutschland ist der beste Standort, um den zu schließen, weil wir ansonsten ein sehr solides Rechtssystem haben. Und dass wir gerade an diesem Punkt so eine Lücke haben, da müssen wir wirklich drüber nachdenken. Und ich finde auch die Organe der Rechtspflege, ne? Also das muss doch Ihnen im Bauch wehtun, wenn Sie sowas sehen, wenn Sie diese Beispiele sich auf der Zunge mal zergehen lassen. 100 Leute hier im Raum haben keine Chance, ihren Anspruch gegen die Telekom durchzusetzen. In Deutschland. Warum haben die den Anspruch nicht? Wenn die 100 Leute sich zusammentun, zu einem Anwalt gehen, der wird das sehr gerne vertreten. Also dafür braucht es dann nicht unbedingt den... Also es gibt keinen Individualrechtsschutz, nur noch Kollektivrechtsschutz. Ja, aber Sie können Sie können Musterfeststellungsklagen, es sollen Sammelklagen in Zukunft geben und so weiter. Also da wird ja durchaus auch an solche Konstellationen gedacht. Mhm. Und der, sagen wir mal, Effekt, der von den Legal Tech Anbietern kommt, ist doch, sie sammeln auf einfache Art und Weise ein großes Potenzial an Mandanten oder Kunden. Wenn das passiert und die kommen zum Anwalt in dieser Masse, dann habe ich denselben Effekt und der Anwalt kann auch tätig werden. Aber also, Moment, also ja. Musterfeststellungsklage geht nicht in dem Fall. Das sind jetzt, eine Sammelklage, die De Lege Lata irgendwann mal kommt. Die haben wir im Moment nicht, wird diskutiert in der EU. So, ja. Aber
das sind doch Dinge, da habe ich auch die Möglichkeiten, über eine gewisse Masse dann das durchzusetzen und umzusetzen. Und das ist doch ihr System, was Sie haben, weil Sie leben ja auch von der Masse. Sie leben nicht von dem Einzelfall. Den würden Sie gar nicht unbedingt abwickeln, sondern Sie leben von der Masse, weil Sie da ja auch über das Erfolgshonorar das Risiko haben, dass Sie auch Fälle haben, die letztendlich rausfallen und nicht durchsetzungsfähig sind. Aber vielleicht ein Punkt, also wir machen schon Einzelrechtsdurchsetzung. Wir machen nicht MyRight-Modell, die sozusagen alles in einen Topf schmeißen und dann dem Hausfeld geben, der dann 1000 Seiten Klage schreibt, sondern wir machen Einzelrechtsdurchsetzung. Jeder Kunde kriegt eine einzelne Klage, die dann beim Amtsgericht gemacht wird, auf Basis von Technologie sozusagen. Insofern, aber was mir schon nochmal wichtig ist zu sagen, also ist die Antwort wirklich zu sagen, ja gut, der einzelne 10-Euro-Anspruch, den können wir nicht, sondern der muss dann schon Peers finden, die da mitmachen wollen und nur dann geht's. Das kann doch keine ernsthafte Antwort sein auf die Frage, wie kann man einen 10-Euro-Anspruch durchsetzen in Deutschland. Das ist, glaube ich, nicht ausreichend, sondern ausreichend, die Lösung muss darin bestehen, dass die Kosten nahe Null sind. Und die können nur nahe Null sein, wenn der andere, der die Leistung anbietet, ein Erfolgshonorar anbieten kann, weil er statistisch weiß, ich gewinne in 95% der Fälle und deswegen kann ich dem Kunden das Risiko abnehmen. Und außerdem habe ich im außergerichtlichen Bereich kaum variable Kosten. Das ist bei uns der Fall. Bei uns geht außergerichtlich sehr viel automatisiert und deswegen können wir dem Kunden dieses Angebot machen. Und das wiederum geht nur mit Technologie und das wiederum geht nur mit Investoren, sprich Fremdbesitz oder Fremdkapital oder Eigenkapital. Vielleicht sagen Sie einmal ganz kurz, welche Forderungen Sie genau haben. Das kann man ja so aufzählen, welche Sachen geändert werden müssen, damit es einfach mal fürs Publikum klar wird. Wir haben jetzt gesprochen über Fremdbesitzverbot, so wird es ja oft genannt. Dann haben wir, am besten sagen Sie immer selbst. Also wie gesagt, aus unserer Sicht müsste es ein Level Playing Field geben zwischen Anwaltschaft und Legal Tech. Und das erste ist die Abschaffung des Fremdbesitzverbotes. Das heißt, man darf als Anwalt heutzutage in Deutschland keine Investoren ins Boot nehmen, die einem Geld geben für die Entwicklung von Software beispielsweise. Es müssen alles Anwälte sein oder zugelassene Berufe. Das halte ich persönlich für verfassungswidrig. Ich glaube nicht, dass die anwaltliche Unabhängigkeit, die damit geschützt werden soll, tatsächlich damit geschützt wird. Ich glaube, dass das gegen das Übermaßverbot verstößt. Jedenfalls dann, wenn ich in meiner Anwalts GmbH Satzung eine Klausel habe, die sagt, die Gesellschafter dürfen mir in meiner Berufsausübung keine Weisungen erteilen. Damit ist jegliche rechtliche Einflussnahme auf die Unabhängigkeit ausgeschlossen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Anwalts, die ist sowieso nicht gegeben, schon lange nicht, und das behauptet auch keiner mehr, der den Markt kennt. Das ist der eine Punkt. Also wir haben bei LexFox mehrere Millionen einfach in die Software gesteckt und das haben Investoren bezahlt, Venture Capital Investoren. Und die sind übrigens, die mischen sich auch nicht ein, die haben auch gar keine Lust, sich in irgendwelche Mietrechtsverfahren einzumischen. Und das Zweite, was wir brauchen, ist die Abschaffung der Beschränkung des Erfolgshonorares. Wie gerade schon gesagt, nur wenn wir dem Kunden das Angebot machen können, wenn es nicht klappt, hat es nichts gekostet für dich, senken wir diesen Schwellenwert. Und ein Punkt, der auch noch wichtig ist, glaube ich, durch dieses Erfolgshonorar gibt es eine ganz interessante sozusagen Folgewirkung, weil die Deutsche Wohnen weiß, dass wir nur bei Erfolg was verdienen. Wissen Sie, wir gehen auch für 25 Euro zum BGH. Der Streitwert war tatsächlich unter 25 Euro. Das heißt, anders als vielleicht ein Mieterverein, anders vielleicht auch als ein Anwalt, bei dem der Kunde irgendwann nicht mehr zahlen will, weil es zu teuer wird, weil der 15 schreiben und noch eine Klage und noch eine Stellungnahme schreibt, weiß die Gegenseite bei uns, dass wir nicht aufhören, dass wir zum bitteren Ende bis nach Karlsruhe im wahrsten Sinne des Wortes gehen. Und weil er das weiß, der Gegner, einigt er sich auch schon eher im Vorfeld. Also die Einigungsbereitschaft ist durch das System Erfolgshonorar bei uns deutlich höher. Und das können wir auch mit Daten belegen, dass viele der großen Vermietergesellschaften anfangs sich immer haben verklagen lassen und mittlerweile 100% Einigungsquote besteht. Und das ist, glaube ich, ein essentieller Mehrwert auch von eines Erfolgshonorars, der sich dann sozusagen über die Marktmechanismen einspielt. Deswegen diese beiden Dinge brauchen wir. Dann herrscht ein Level Playing Field und dann wird der Markt zeigen, wer das bessere Angebot machen kann den Kunden. Was spricht dagegen, das zu machen? Dagegen spricht bisher unser System auch der Kostenerstattung. Dagegen spricht möglicherweise auch etwas anderes und da will ich mal etwas provokativ werden, dass der Verbraucher gar nicht mehr als mündiger Verbraucher
gesehen wird, der sich die Frage stellt, ob er wirklich ein Recht hat, das er durchsetzen kann, oder ob es ihm nur darum geht, irgendeine Ermäßigung aus welchen Gründen auch immer und sei es aus opportunistischen Gründen zu bekommen, weil er sagt, es kostet mich ja nichts. Ob das der richtige Ansatz ist für ein rechtsstaatliches System, wo ja auch dahinter steht die Frage, was bedeutet Recht? Wann habe ich ein Recht, das ich durchsetzen kann und wann habe ich tatsächlich auch als Verbraucher eben nicht dieses Recht, was verletzt worden ist? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann ist das bei den Portalen natürlich relativ einfach, weil ich habe in dem Sinne kein Kostenrisiko. Natürlich zahle ich Kosten, denn ich zahle ja bei Erfolg, wie eben gesagt, bekomme ich ja 4 Mieten nicht, sondern die fließen Ihnen zu. Natürlich müssen Sie auch grundsätzlich was verdienen, aber wenn man sagt, es ist kein Kostenrisiko da, ist das von der Logik her nicht ganz richtig, denn die Forderung ist dann nicht 100%, sondern sie ist eben nur 80% oder wie viel auch immer. Und nochmal, wir müssen das Gesamtsystem sehen. Das ist das, was ich eben gesagt habe, und deswegen überlegen wir eben sehr sorgfältig und versuchen sehr sorgfältig abzuwägen, wozu führen einzelne Änderungen, wie jetzt beispielsweise gesagt, schafft einfach das Erfolgshonorar ab. Ist das die Lösung per se für unser Rechtssystem? Wird dadurch das Rechtssystem besser? Oder machen wir einfach das, was also früher unter dem Titel lief, Geiz ist geil, und wir versuchen nur darüber letztendlich die Rechtsdurchsetzung ja zu kommerzialisieren in gewisser Weise und Recht zur Ware zu machen. Denn das ist doch dann auch ein Grund, warum ein Investor da investiert, weil er ja auch einen Rücklauf bekommt. Da geht es vielleicht viel weniger um die Frage, ob er sich in die Mandatsbearbeitung einmischt oder nicht. Ja? Aber er will diesen Rücklauf haben. Den kriege ich aber nur bei bestimmten Massen. Und es wäre aus meiner Sicht eben noch viel interessanter, wenn wir die Anwaltschaft durch Legal Tech Produkte, die aber für die jeweilige Kanzlei auch zugeschnitten sind, denn nicht jede Kanzlei hat solche Massenverfahren, ja, dadurch das Ganze effektiver machen, wenn wir es dadurch schaffen, das Ganze auch kostenmäßig günstiger abzuwickeln, ja, umso besser. Also da gibt es aus unserer Sicht auch Verbesserungsmöglichkeiten, und deswegen sind wir nicht einfach pauschal dafür, das Erfolgshonorar beispielsweise komplett abzuschaffen. Es wird diskutiert, das haben Sie auch angesprochen, die Frage, was ist mit dem Provisionsverbot, soll Erfolgshonorar in bestimmten Größenordnungen abgeschafft werden oder freigegeben werden. Das sind Diskussionen, die geführt werden, die sind auch noch nicht abschließend erfolgt. Aber sie werden aus meiner Sicht keinen Investor finden, und da hat mir neulich noch ein Prozessfinanzierer, der auch sonst schon mal in Kanzleien investieren würde, bestätigt, der einfach in die Köpfe der Kanzlei investiert, weil er sagt, das ist eine gute Kanzlei, sondern investiert wird dann letztendlich in die Legal Tech-Produkte, weil man weiß, darüber wird Masse generiert und darüber gibt es einen Rückfluss. Und vielleicht nur eine Bemerkung dazu, was ist mit der Frage der Einschränkung der Rechte eines Investors auf vertraglicher Ebene? Das Bundesverfassungsgericht hat in der Apotheker- und Ärzteentscheidung die Zulässigkeit der Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern vor allen Dingen darauf gestützt, dass die Berufsrechte im Wesentlichen identisch sind und damit die Berufspflichten und die sich daraus ergebenden Berufsrechte. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich einfach nur vertragliche Regelungen schaffe. Da habe ich nämlich kein Berufsrecht unmittelbar dahinter, was durch eine Standesorganisation, eine berufsrechtliche Organisation geprüft werden kann. Da kann es durchaus Unterschiede geben in der Beurteilung. Aber nochmal, nicht jeder Investor wird bereit sein, in irgendeine Kanzlei einfach zu investieren, weil die Köpfe gut sind, sondern er würde dann investieren, wenn er einen Mehrwert sieht durch die Ware Recht. Und das ist dann tatsächlich eine Masse und dann habe ich einen Rückfluss.
glaube, da können wir wahrscheinlich sogar Konsens erzielen. Vielleicht ein paar Kommentare. Ich möchte, was Sie ganz zu Beginn gesagt haben, nochmal unterstreichen und aber anders wenden. Sie sagten quasi, Stichwort Hygiene der Rechtspflege, wir wollen ja nicht, dass jeder Querulant mit einem gefühlten Anspruch unser Justizsystem überfrachtet. Die Gefahr mit einem Erfolgshonorarmodell ist viel geringer, wenn Sie das diese Hygiene ist viel mehr gewährleistet, weil wir ja ganz viele Mandanten einfach wegschicken, weil wir glauben, dass wir denen nicht helfen können und deswegen auch gar nicht das Kostenrisiko aufnehmen. Das heißt, anders als der Anwalt, der immer Geld verdient, ja, er hat vielleicht auch mal einen Anreiz, einen Kunden reinzuschicken in ein Verfahren, was nicht zu gewinnen ist. Wissen wir, dass das passiert, nicht flächendeckend, aber kommt vor. Wenn man ein reines Erfolgshonorarmodell hat, ist das ausgeschlossen. Wir haben ein ureigenes Interesse, die guten Verfahren von den schlechten auszuscheiden und nehmen nur die guten an. Wir schicken jeden Tag hunderte Kunden weg und sagen, sorry, für dich können wir nichts machen. Du musst zum Anwalt gehen, wenn du doch glaubst, dass du was machen willst. Also das ist zum Thema Hygiene der Rechtspflege ganz wichtig. Es ist ein Reinigen, ein Katalysator, das Erfolgshonorarmodell und nicht etwas, was Querulantentum befördert. Zum zweiten Punkt. Investieren in Köpfe. Also wenn Sie unsere Investoren fragen und was, glaube ich, alle Venture-Capital-Investoren sagen, das Wichtigste ist das Team, das Wichtigste sind die Köpfe. Das Geschäftsmodell ist von anderen reproduzierbar, da ist man nicht geschützt. Das Wichtigste sind wirklich die handelnden Personen und der Drive. Kommerzialisierung des Rechts, dahinter verbirgt sich so eine diffuse Abwertung. Kommerziell ist irgendwie schlecht und das Recht ist ja sowas Heiliges. Ich finde, man muss das viel nüchterner sehen. Was heißt Kommerzialisierung? Wenn ich einen 10-Euro-Anspruch habe, dann soll der einfach durchgesetzt werden. Da geht es auch nicht groß um Gerechtigkeit, sondern es soll einfach jemand machen und soll es effizient machen, sodass ich am Ende den Anspruch habe oder nicht. Deswegen kann ich mit dem Begriff so wenig anfangen, auch wenn sie sich unfein anfühlt oder sowas. Und wir müssen vielleicht ein bisschen runterkommen in der Begrifflichkeit von diesen ganz hehren, ja, auch Unabhängigkeit und Organ der Rechtspflege. Sind so, immer wenn solche Begriffe kommen, merkt man, dass die Sachargumente vielleicht nicht da sind. Also ganz konkret, was heißt es? Natürlich werden über Masse bei uns werden Umsätze generiert und unsere Investoren glauben und hoffen, genauso wie ich auch, dass wir damit wirklich ein großes Unternehmen bauen können und Verbraucherschutz in Deutschland und darüber hinaus ein Gesicht verleihen können und eine Marke verleihen können, wo Verbraucher hingehen können, wenn sie ein Problem haben. Und zwar nicht nur Miete, sondern in allen möglichen Rechtsgebieten. Das ist gut, das hilft dem Rechtsstaat und natürlich ist es auch ein Geschäftsmodell und das verstecken wir auch nicht. Und natürlich will der Investor irgendwann mal wieder einen Exit machen. Und deswegen, und das funktioniert aber auch nur, wenn es nicht irgendwelche Fremdbesitzbeschränkungen gibt. Ich hatte den Vorschlag gemacht, dass wenn man wirklich Sorge hat, dass ein Fremdinvestor unredlich ist oder den Anwalt dann reindrängt in Mandatsbeziehungen, die nicht ethisch korrekt sind, dass man dann so eine Art, wie im Bankenbereich auch, so eine Art Inhaberkontrollverfahren hat. Das gibt es ja im Bankenwesen auch. Wenn ein russischer Oligarch eine deutsche Bank kaufen will, guckt die BaFin sehr genau hin. Und so könnte man es auch bei Anwaltskanzleien machen, dass man sagt, ist der Käufer denn persönlich zuverlässig? Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Kauf untersagt. Aber alles andere unterhalb dieser Schwelle, da sehe ich nicht, wie die anwaltliche Unabhängigkeit so stark leiden kann, dass man wiederum die Berufsausübungsfreiheit des Anwalts so stark einschränkt. Und ein letzter Aspekt, wenn ich den noch hinzufügen darf, weil ich nämlich aus dem Bereich Fintech ja komme, da war das 2013, 2014 sehr stark der Fall. Da kamen die Unternehmen aus dem Ausland nach Deutschland, die Fintechs, und die BaFin hat erstmal die Ohren sich zugehalten und gesagt, wir reden nicht mit den deutschen Fintechs, weil ihr seid ja keine Bank. Bis man gemerkt hat, der Markt, die Kunden stimmen mit den Füßen ab und die wollen diese Angebote haben, bis die BaFin sich 180 Grad umgedreht hat, auch durch Herrn Spahn und Herr Hufeld war da auch dann sehr flexibel und dann hat man sich geöffnet. Und ich sehe genau die gleiche Entwicklung jetzt im Bereich Legal, dass auch auch die berufsständischen Organisationen jetzt erstmal dicht machen und irgendwann kommen aber jedenfalls aus dem Ausland die Angebote, wenn wir es in Deutschland nicht machen, dann kommen die aus den Niederlanden, aus UK, aus der Schweiz und machen, aus der Schweiz nicht mit Dienstleistungsfreiheit, aber aus dem EU-Ausland und machen in Deutschland über die Dienstleistungsfreiheit, die E-Commerce-Richtlinie und andere europäische Regelungen in Deutschland Geschäft und dann ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät, also lieber den Stier bei den Hörnern packen, das proaktiv regulieren und ein National Champion bauen in Deutschland, das müssen nicht wir sein, das kann auch jemand anders sein und deutsche Rechtsdienstleistungen ins Ausland exportieren als andersrum. Ja. Aber das wird passieren. Vielleicht kann ich nochmal dann etwas weniger juristische, pragmatischere Sichtweise darauf geben. Ich glaube, es ergeben sich einfach durch Legal Tech und durch die technologischen Innovationen, die wir jetzt sehen,
ganz neue Möglichkeiten, Prozesse zu gestalten. Ja? Und die ergeben sich, Dr. Wessels, da bin ich vollkommen bei Ihnen, zu einem großen Teil natürlich auch für Anwaltskanzleien. Ja? Und deshalb macht es für uns als Unternehmen auch ganz viel Sinn, solche Services zusammen mit Anwaltskanzleien zu entwickeln, um deren Effizienz zu steigern, da neue Angebotsmöglichkeiten zu schaffen. Und das glaube ich auch genau richtig, weil das ist für die Kanzleien besser, das ist für die Kunden der Kanzleien eine neue Opportunity. Das sollte man auf jeden Fall tun. Ich glaube, wir sollten uns aber nicht darauf beschränken, das irgendwie so eng zu fassen, sondern in der Breite die Möglichkeit nutzen, diese Innovationen zum Nutzen des Rechtssystems und zum Nutzen der Beteiligten im Rechtssystem einfach einzusetzen und uns nicht so arg einzuengen. Ich glaube, am Ende ist die, geht die Lösung für mich in Richtung eines Ökosystems, in dem es halt mehrere Player gibt. Anwälte sind ganz wichtige und unerlässliche Player in ganz vielen Situationen, die durch Legal Tech unterstützt werden können und die auch Legal Tech mitentwickeln müssen, glaube ich. Also auch als Fachwissensquelle in Legal Tech sind ja, ist die Anwaltschaft ja unerlässlich. Ja? Auch wir könnten unsere Lösungen ohne den Input der juristischen Experten gar nicht bauen, und 90% unserer Lösungen sind ja auch für den Anwaltsmarkt, um den Anwalt dazu supporten. Ich glaube aber schon, dass es auch Modelle gibt, die sich dadurch entwickeln, dass auch andere Player sie entwickeln können, weil sich manche Investitionen, und das sieht man ja auch außerhalb des juristischen Bereichs, viele der Innovationen, die es halt so gibt, entwickeln sich auch im Konsumentenmarkt. Die kommen nicht immer aus dem B2B-Markt, die kommen aus dem B2C-Markt, wo sie mal erst nicht initial profitabel sind, sondern auch einen sehr langen Atem erfordern, da zu investieren, und wo sich die Lösungen am Ende, glaube ich, gut ergänzen können. Deshalb ist das, woran ich appelliere, einfach so ein bisschen von der Abgrenzungslogik abzusehen und zu schauen, wie kann man denn zusammen ein Rechtsökosystem bauen, das gegen unserem heute zweifellos guten, aber noch Verbesserungspotenziale und Möglichkeiten eines einfacheren Zugangs, einer effizienteren Leistungserbringung einfach möglich macht. Bei der effizienten Leistungserbringung gebe ich Ihnen vollkommen recht. Was das Erfolgshonorar angeht, gestatten Sie mir aber doch eine Bemerkung. Das ist in den Bereichen, die Sie jetzt vertreten im Inkassobereich, vollkommen in Ordnung. Da ist sicher das Risiko, dass das Erfolgshonorar missbraucht wird, nicht groß. Wenn Sie das allerdings komplett freigeben, wäre ich mir nicht mehr sicher, ob man diese Bewertung so ohne weiteres, wie Sie sie vorgenommen haben, übertragen kann. Denn dann geht es um Einzelfälle, wo es darum geht, bei hohen Gegenstandswerten, was weiß ich, eine 3-Millionen-Klage, auf jeden Fall den Erfolg durchzusetzen. Und da mag dann eher schon mal das Risiko da sein, dass das mit unlauteren Mitteln geschieht, weil anderenfalls eben der Erfolg ausbleibt und damit viel Arbeit investiert ist, ohne dass irgendein Pfennig verdient worden ist oder ein Euro verdient worden ist. Also ich glaube schon, dass man da durchaus differenzieren kann, und nicht umsonst gibt es ja auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die dann letztendlich im RVG umgesetzt worden ist, dass in Ausnahmefällen Erfolgshonorare vereinbart werden dürfen. Also ich glaube, das darf man auch nicht ganz so pauschal sehen, wie Sie es sehen. Da muss man ein bisschen eine differenzierte Betrachtung durchaus anlegen. Ja, bitte. Ja, also wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat 4 Argumente gebracht für die dann Ausweitung des Erfolgshonorarverbots, was aber dann sozusagen im Grundsatz noch gehalten hat. Ich glaube, dass einige dieser Argumente mittlerweile hinfällig sind. Ich glaube, dass das schwächste Argument von allen ist das, dass der Anwalt in Ansehung des Erfolgshonorars plötzlich durchdreht und zwar rechtskonform, aber trotzdem irgendwie unredlich agiert. Also rechtskonform, also wenn er sich nicht mehr an Recht und Gesetz hält, dann ist das ohnehin ein Problem, dann sollte der aus der Anwaltschaft so schnell wie möglich entfernt werden. Und wenn wir aber die Sorge haben in Deutschland, dass flächendeckend durch Erfolgshonorare incentivierte Anwälte jetzt durchbrennen, dann haben wir eigentlich ein anderes Problem, das nicht so sehr mit dem Erfolgshonorar zu tun hat, sondern mit der Auswahl unserer Organe der Rechtspflege. Also ob die Gefahr jetzt mal ernsthaft gesprochen wirklich so groß ist, dass da die Leute alles über Bord werfen, wenn sie das Erfolgshonorar sehen, das weiß ich nicht. Umgekehrt nehmen wir ja durchaus in Kauf, dass Anwälte
Anreizkonflikten ausgesetzt sind, wenn sie nämlich viel Arbeit investiert haben und jetzt will aber der Kunde nicht mehr klagen und jetzt geht mir die ganze schöne RVG-Gebühr auch noch flöten, dann werde ich den vielleicht doch im Zweifel nochmal rein überzeugen, dass die Klage jetzt doch nochmal sinnvoll ist. Also es gibt ganz vielfältige Anreizkonflikte. Ich glaube, das Erfolgshonorar mildert sie tendenziell eher ab. Sicher gibt es auch Grenzfälle, wo es sie verstärkt. Aber in Summe, glaube ich, ist das Argument nicht so groß. Das Argument Preistransparenz, was das Verfassungsgericht aufgemacht hat, finde ich momentan auch nicht mehr. Durch andere LegalTech-Angebote ist eine Preistransparenz, jetzt auch Schwierigkeit mit dem Wort, jedenfalls im Verbraucherbereich auch gegeben. Das Argument Waffengleichheit hat das Verfassungsgericht auch genannt. Das sehe ich nicht. Das Verfassungsgericht hat gesagt, dass der Beklagte es schwerer hat, einen sozusagen Anwalt zu finden, der auf Erfolgshonorarbasis arbeitet, als ein Kläger, hat es aber nicht begründet. Ich kann es einfach nicht verstehen, dieses Argument. Und das vierte Argument entfällt mir gerade. Aber ich glaube, wenn man es mal durchsubsumiert und mit 2020er Maßstäben und Sachverhalten unterlegt, dann weiß ich nicht, ob es heute noch halten würde. Jedenfalls finde ich es nicht so überzeugend. Und es gibt klar Vor- und Nachteile, aber in Summe, glaube ich, überwiegen ganz klar die Vorteile, weil die Anreizkonkurrenz zwischen Mandanten und Anwalt einfach hergestellt wird. Das hat übrigens auch der BGH jetzt in seinem Urteil auch nochmal hervorgehoben, dass das im Gesamtgeschäftsmodell weniger Miete ein wesentlicher Aspekt ist, dass die Interessen eigentlich konkurrent sind. Ein weiterer Aspekt, den es ja auch noch gibt, ist die dritte Seite. Also wir haben gerade gesprochen von Kläger, Beklagter, aber auch die Gerichte und Richter werden ja durch zunehmende Massenverfahren mit unglaublich viel, einer Flut an Klageschriften konfrontiert, wo man ja auch die Frage stellen muss, muss nicht auch die Justiz LegalTech einsetzen? Wie ist das möglich? Muss die Justiz da dringend nachziehen oder wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass da grundsätzlich schon Potenzial gibt, eben einfach in der Verbesserung des Arbeitsprozesses und halt Dinge, die man nicht manuell tun muss, ja, die sich nicht auf die Subsumption oder auf sozusagen die tatsächliche, das finale rechtliche Judgment beziehen, fokussiert sind, also zum Beispiel dabei, Dokumente zu analysieren, da die richtigen Daten draus zu extrahieren, um den Aufwand in der hinterher manuellen und individuellen Bearbeitung zu reduzieren, dass das durchaus ein großes Potenzial bietet. Und ich glaube, da wird die Justiz, die Kanzleien sind ja schon sehr bemüht, das zu tun, zumindest die Großen. Und ich glaube, dass das bei der Justiz am Ende auch eine wichtige Rolle spielen wird, um einfach die Effizienz im Abarbeitungsprozess von rechtlichen Fällen zu verbessern. Tatsächlich ist es sogar so, dass das LG Braunschweig, glaube ich, in diesen ganzen VW-Verfahren MyRide verboten hat, in zweiter Instanz noch diese Schriftblock-Generatoren zu verwenden, weil sie einfach überflutet wurden. Gesagt haben, das geht nicht, wir können das nicht mehr machen, deswegen haben sie das quasi untersagt. Aber das lässt sich auf der Analyseseite natürlich im Prinzip genauso technisch adressieren, genau, wie es sich auf der Erstellungsseite technisch adressieren lässt. Ja, gerade wenn es eine Ja, auch da hilft die Masse ja. Ja. Einzelfälle sind immer schwer zu automatisieren, das ist ja ganz logisch, aber wenn sie gewisse Muster und eine gewisse Logik haben, also im Prinzip dürfte es irgendwann mit der richtigen Technik auch nicht schwer fallen, das genauso wie MyRide die Dinger erstellt, auf Gerichtsseite technisch zu analysieren. Das ist grundsätzlich genauso möglich mit den gleichen Verfahren in umgekehrte Richtung. Mhm. Also die vorgelagerte Frage ist ja, kommt es durch LegalTech und durch die massenhafte Durchsetzung von Verbraucherrechten eigentlich zu einem Mehraufkommen an Gerichtsverfahren? Und ist das ein Problem, dass man LegalTech anlassen kann? Das sicherlich nicht, aber dass man lösen muss, das sicherlich ja. Aber kommt es überhaupt zu mehr Verfahren? Ich hatte ja schon gesagt, bei uns ist es so, am Anfang ja, am Anfang haben wir 100% Litigation Rate und die geht aber dann kontinuierlich runter, weil die Gegenseite irgendwann versteht, wenn wir kommen, ist meistens was dran an dem Anspruch. Es gibt immer ein paar Hartgesottene wie Ryanair oder auch ein paar Vermieter, die sich immer verklagen lassen, einfach als strategische Positionierung. Die Fälle landen dann auch bei Gericht, aber in Summe weiß ich gar nicht, ob es dazu kommt. Wir haben ja auch eine sinkende Eingangszahl bei den Zivilgerichten.
Die Gründe davon werden jetzt analysiert beim Bundesjustizministerium, aber dass flächendeckend die Zivilgerichte so wahnsinnig überlastet sind, beim LG Braunschweig oder mag das anders sein, und beim Tempelhof Kreuzberg auch, bei Schönefeld draußen, aber in Summe ist das, glaube ich, nicht der Fall. Aber natürlich müssen Gerichte LegalTech auch einsetzen und müssen sich da auch Waffengleichheit, Anführungszeichen, verschaffen. Ich sehe nur, dass die Justizverwaltung, das ist halt noch ein schwererer Apparat jetzt als sozusagen als andere, als die Anwaltschaft, oder es ist halt noch, und die Unabhängigkeit des Richters ist noch höher gehängt und zu Recht auch, ne? Und dem Anwalt einem Richter vorzuschreiben, hat jetzt ein LegalTech-Tool zu verwenden und das ist jetzt seine Vorbereitung für die mündliche Verhandlung, oder es kommt gar nicht mehr zur mündlichen Verhandlung, sondern der Algorithmus sagt ihm, was rauskommt, das ist schon sehr viel komplexer, glaube ich. Da muss man, glaube ich, sehr viel genauer hinschauen, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Unsere Technologie könnte Richtern auch helfen. Wir sind da relativ modular aufgestellt. Wenn uns die Justizverwaltung mal fragt, dann sind wir da gerne bereit. Aber ich glaube, das ist noch echt ein langer Weg dahin. Mhm, ja. Aber der Weg ist natürlich schon vorgezeichnet durch die gesamte Digitalisierung. Wenn wir ab 2022 tatsächlich die papierlose Akte haben und alles nur noch elektronisch eingereicht werden kann. In Teilbereichen haben wir das ja. Schleswig-Holstein hat in der Arbeitsgerichtsbarkeit jetzt das Papier abgeschafft. Wer da also als Arbeitsrechtler noch eine Kündigungsschutzklage in Papierform einreicht, der hat ein Problem, weil er dann zwar im Zweifel die 3-Wochen-Frist verpasst, bis der Hinweis erfolgt, dass das nur noch elektronisch erfolgen kann. Also da passiert einiges. Die elektronische Akte im Strafverfahren wird es geben. Das wird dazu führen, dass es natürlich auch Tools gibt, dann die Akten zu bearbeiten, auch strukturierte Schriftsätze einzureichen. Das ist ja alles diskutiert. Es wird ja auch diskutiert, ob in Kleinfällen letztendlich der Richter ersetzt wird durch einen wie auch immer gearteten Algorithmus, der die Entscheidung letztendlich vorgibt. Aber auch da, denke ich, sollten wir immer mit einer gewissen Vorsicht herangehen. Und Herr Kirchhoff hat neulich in LTO insofern einen ganz interessanten Artikel geschrieben, der sich nicht nur mit dem Gesetzesvorbehalt befasst hat, sondern mit dem sogenannten Menschenvorbehalt. Und da ist sicher was dran. Ich brauche sicher bei einer Fluggastentschädigung brauche ich nicht unbedingt den Menschenvorbehalt, aber es gibt viele andere Bereiche, wo ich ihn brauche und wo wir ihn auch nicht aufgeben sollten. Denn Wertungsfragen stehen immer dahinter. Und ein Algorithmus zu durchschauen und zu verstehen, ist etwas anderes, als eine systematisch begründete Entscheidung nachvollziehen zu können. Und unser Justizsystem ist ja auch bei den Entscheidungen darauf ausgerichtet, dass auch Rechtsfrieden geschaffen werden soll. Das kann ich aber eigentlich nur dann erreichen, wenn ich auch verstehe, warum eine Entscheidung so ergangen ist. Und das bedarf bei uns immer noch der Argumente und das kann sich nicht durch einen Algorithmus ersetzen lassen. Aber nochmal, ganz klar, da muss man auch differenzieren. Es gibt Bereiche, wo ich diesen Menschenvorbehalt nicht brauche, weil es eben eine einfache Entschädigungsfrage ist, auch bei der Bahn die Entschädigung. Und wenn die Bahn automatisch zahlen müsste bei jeder Zeitverzögerung von mehr als einer Stunde, dann wäre natürlich da das LegalTech-System würde zusammenbrechen oder aufgelöst werden. Ja. Mhm. Aber vielleicht kommen da, weil man wirklich von der automatisierten Entscheidung ausgeht, sind es vielleicht auch eher die vorgerichtlichen Themen, wenn man sich halt auf irgendeine Art von Schiedsverfahren einigt, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es dann eine digitale Schiedsplattform, auf der so einfachere Sachverhalte für gewisse Branchen geklärt werden können. Das ist tatsächlich auch ein Themenbereich, den ich eher oder zumindest mal noch zeitlich sehe, bevor man irgendwelche Gerichtsentscheidungen automatisieren kann, dass man tatsächlich so auch eine größere Effizienz gewinnt, indem sich sowohl Anbieter als auch Kunden eben auf einen gewissen Claims oder auf einen gewissen vorgerichtlichen Schiedsprozess, Klärungsprozess einigen, mit dem halt vielleicht kleinere Forderungen auch einfacher abzuwickeln sind, als tatsächlich dann immer im Zweifelsfall in ein gerichtliches Verfahren zu müssen. Vielleicht eine Anekdote, wir haben uns gefreut, als das BEA eingeführt wurde, weil wir dachten, jetzt geht die Klageeinreichung geht jetzt deutlich schneller. Wir sind dann wieder zu Fax zurückgekehrt, weil
die Konfiguration des BEA einfach mehr Manpower, mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als das Ding auszudrucken, vom Anwalt unterschreiben zu lassen, einzuscannen und zu faxen. Ich hoffe, dass, aber das ist natürlich, das BEA wird ja auch besser mit der Zeit und irgendwann werden wir, glaube ich, die magische Schwelle überschritten haben, wo es dann auch effizient ist, das BEA einzusetzen. Ja, wunderbar. Wir wollen das jetzt noch so weitermachen, dass wir gleich noch eine Zeit haben, um Fragen zu beantworten, dass jeder aus dem Publikum auch seine Gedanken nochmal teilen kann und dass wir sie ein bisschen diskutieren. Bevor wir das machen, würde ich aber noch einmal bitten, einmal eine kleine Schlussrunde zu machen, um noch einmal den Standpunkt nochmal klar zu machen. Vielleicht, ob jemand davon abgewichen ist, ob Argumente vielleicht der anderen Seite einen überzeugt haben oder nicht, was vielleicht besonders wichtig ist an der eigenen Meinung. Genau, wer möchte gerne beginnen? Ich kann gerne anfangen. Ja. Also mein Petitum wäre nochmal, Legal Tech wirklich breit nutzbar zu machen, sowohl in der Anwaltschaft als auch da, wo es als sinnvolle Ergänzung eben passt, außerhalb der Anwaltschaft, um den Zugang zum Recht zu vereinfachen und zu verbreitern und das sehr undogmatisch zu tun, auch in einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Anwaltschaft und Technologieanbietern. Ich habe zwei Sachen gelernt heute. Das eine ist, ich habe immer noch kein Argument oder noch nicht verstanden, wie man einen 10-Euro-Anspruch durchsetzen kann. Ich glaube, es kann als auch nach der Diskussion als vielleicht unbestritten gelten, dass es diese Möglichkeiten aktuell nicht wirklich gibt. Und das Zweite, was ich mit Interesse jetzt gehört habe, Herr Dr. Wiss, vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, ist, dass das Dogma des Erfolgshonorars nicht so hochgehängt ist, sondern dass das durchaus auch in einzelnen Bereichen, nicht nur für Inkasso, sondern auch für die Anwaltschaft zur Debatte gestellt werden könnte. So hatte ich Sie jetzt heute verstanden. Und das ist, glaube ich, ein guter Schritt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Debatte und dieses Gespräch zu beginnen, und wenn es durch Legal Tech angestoßen ist, ist das sicherlich schon ein Beitrag, den Legal Tech leisten konnte. Also die Debatte in der Hinsicht ist eröffnet. Mit welchem Ergebnis, das wird sich zeigen. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass wir das Ganze in einem größeren Zusammenhang sehen, dass wir die Zielsetzung haben, weiterhin ein kohärentes Rechtssystem aufrecht zu erhalten. Wenn das durch Legal Tech in der Anwaltschaft effektiver und besser ist, sind wir sofort dabei. Das ist auch unser Bestreben, dass wir hinarbeiten. Inwieweit es geboten und notwendig ist, über das RDG zusätzliche Regelungen zu schaffen, Legal Tech in anderer Form noch zu regulieren, als das bisher der Fall ist, über den Erlaubnisvorbehalt, das ist eine Diskussion, die noch offen ist. Und die steht nochmal, das muss ich immer wieder betonen, auch in dem Gesamtzusammenhang unseres Rechtssystems, dass wir dort ein kohärentes System haben. Und nochmal, auch heutzutage können Sie eine 10-Euro-Forderung durchsetzen. Das wird auch teilweise gemacht, und Rechtsschutzversicherer, die das bezahlen, gewähren auch die Kostenfreiheit, in Anführungsstrichen, die sie sonst beim Erfolgshonorar haben. Ja, vielen Dank für die Statements. Und ich öffne jetzt die Runde für Fragen aus dem Publikum. Ja, vielleicht erstmal Applaus für unsere Gäste. Danke, dass alle da sind. Was Wasser? Danke. Tim geht mit dem Mikrofon rum. Ja, da vorne sehe ich schon die erste Frage. Ich gebe dir einfach mal das Mikro. Vielleicht direkt daran anschließend zur Durchsetzbarkeit der 10-Euro-Forderung. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung, aber die hat eine Selbstbeteiligung von 50 Euro. Wie setze ich den 10-Euro-Anspruch durch? Weil das wäre für mich immer ein Verlust von 40 Euro. Also das Problem kann ich nicht lösen, wenn Rechtsschutzversicherer eine Selbstbeteiligung mit Ihnen vereinbart in unterschiedlicher Höhe. Also das Problem lässt sich nun mal nicht lösen. Letztendlich haben Sie dann keinen Verlust, wenn Sie erfolgreich Ihre Forderung durchsetzen, weil dann gibt es die volle Kostenerstattung und Sie haben kein Kostenrisiko. Dann fällt auch die Selbstbeteiligung bei der Rechtsschutzversicherung nicht an. Ja, wir haben hier eine Person, die gerne direkt darauf antworten würde. Okay.
ich weiß jetzt nicht genau, ob ich erst Ihre Frage beantworten möchte oder was zu Herrn Halmer sagen. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin hier für den Deutschen Anwaltverein hier in Münster und ansonsten auch Mitglied der Satzungsversammlung in Berlin bei der BRAG. Vielleicht zuerst zu Ihrer Frage. Wenn Ihre Rechtsschutzversicherung das nicht übernimmt, dann beantragen Sie einen Beratungshilfeschein. Und alles, was von Ihrer Rechtsschutzversicherung nicht abgedeckt ist, dafür bekommen Sie auch einen. Und da würde ich gern überleiten zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Halmer. Wir alle sind Juristen und es kommt uns allen darauf an, dass der Sachverhalt stimmt. Und mich stört hier heute Abend was ganz gewaltig, dass nämlich der Sachverhalt hier verzerrt dargestellt wird. Sie sagen, es gibt keine Möglichkeit, eine 10-Euro-Forderung durchzusetzen. Selbstverständlich gibt es die, auch ohne Rechtsschutzversicherung. Wir haben ein System der Beratungshilfe, wir haben ein System der Prozesskostenhilfe, Verfahrenskostenhilfe. Wenn Sie mit einer Forderung von 10 Euro hier hinten beim Amtsgericht erscheinen und sagen, diese Forderung möchte ich durchsetzen und Sie erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen, nämlich arm im Prozesskostenhilfe im Sinne zu sein, dann bekommen Sie auch einen Beratungshilfeschein dort. Und Sie werden genügend Anwälte finden, die das auch machen, weil auch da stört es mich, dass Sie hier den Eindruck erwecken möchten, Anwälte könnten sich das aussuchen. Nein, das ist nicht der Fall. Wir sind verpflichtet, auch vom Bundesverfassungsgericht, diese Fälle anzunehmen, bis auf in bestimmten Ausnahmefällen. So. Das heißt, ein Anwalt kann nicht einfach sagen, nee, das bringt mir nichts, das ist für mich unwirtschaftlich. Ich mache diesen Fall nicht. Selbstverständlich ist jeder Anwalt grundsätzlich dazu verpflichtet. Deswegen möchte ich einfach dieses Bild hier ein bisschen gerade rücken, dass es diese Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten auch für niederschwellige Forderungen nicht gibt. Das ist schlicht und ergreifend falsch und das trifft auch nicht die tägliche Realität, mit der wir tagtäglich leben. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Sie haben das sehr schön plakativ hier alles dargelegt, von wegen ganz einfach und Sie schicken auch Leute weg und Sie haben eine hohe Durchsetzungsquote, das ist alles schön. Aber das sind Einbahnstraßenfälle. Wenn Sie einen Mandanten im Mietrecht haben, dann will der in den seltensten Fällen nur eine niedrigere Miete. Der möchte über Mängel informiert werden, der möchte wissen, darf ich meinen Hund hier halten, darf ich im Sommer grillen draußen. Das sind Sachen, die werden Sie Ihren Kunden sicherlich nicht beantworten. Das sind aber Dinge, die meistens im Gesamtpaket kommen. Noch stärker der Irrtum, der ganz häufig erweckt wird. Was ist mit Abfindung im Arbeitsrecht? Abfindung im Arbeitsrecht, das wissen wir alle hier als Juristen, sind nur in ganz kleinen, begrenzten Fällen gesetzlich verankert. Die Abfindungen, die Sie meinen, die sind eben kein, da steht kein gesetzlicher Anspruch hinter. So, das heißt, es kann passieren, dass Leute sich darauf verlassen, denken, oh, da kriege ich ja eine tolle Abfindung, denn ich habe ja einen Anspruch drauf. Das ist was, was wir fast jeden Tag erleben, dass Leute wissen möchten, was habe ich für einen Anspruch auf eine Abfindung? Ja, keinen meistens. So. Aber in diesen Fällen bleibt alles außen vor, was damit zusammenhängt. Urlaubsabgeltung, Zeugnis, diese ganzen Dinge. Das heißt, was Sie machen, ist für Ihren Bereich vielleicht gut. Aber Sie übersehen, was Dr. Wessels gesagt hat, den Menschen dahinter. Der Mensch möchte nicht eine Einbahnstraßenlösung. Der möchte gerne als Individuum gesehen werden. Und deswegen mein Appell, bitte vergessen Sie über allem den individuellen Menschen nicht, der dahinter steht. Ja? Und das können Sie nur schwerlich mit Algorithmen auffangen. Vielen Dank. Also, ich möchte Herrn Halmer gerne die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Ja, vielen Dank für die, es waren, glaube ich, ein paar Punkte, ich hoffe, ich habe mir alles gemerkt und ich finde gut, dass Sie gesagt haben, es ist wichtig, auf die Fakten zu achten, deswegen möchte ich da ein paar Sachen klar rücken bei den Fakten. Also erstens, es hatte ich auch gesagt, eingangs Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe knüpfen am Missverhältnis zwischen Kosten und finanzieller Leistungsfähigkeit an, nicht im Missverhältnis zwischen Kostenrisiko und Anspruchshöhe. Okay? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Angenommen, ich bin Millionär, habe aber einen 10-Euro-Anspruch. Was ist Ihre Antwort auf diesen Fall? Soll der den einfach nicht, weil der hat ja genug Geld, der soll den einfach nicht geltend machen oder was? Zweiter Punkt, Sie können gleich darauf antworten, aber es ist wirklich wichtig, das ist ein kategorischer Fehler, diese beiden Dinge miteinander zu vermengen. Das eine geht es um Bedarf, da geht es um sozialstaatliche Punkte und das andere, da geht es um effektiven Rechtsschutz. Komplett andere Dinge, komplett andere Zielsetzung des Gesetzgebers und so weiter und so fort. Der zweite Punkt ist, Sie sagen, der Anwalt ist verpflichtet, gesetzlich vom Verfassungsgericht alle Mandate anzunehmen. Ja, umso schlimmer, dass es nicht geschieht. Ich habe auch nicht gesagt, dass das flächendeckend nicht geschieht. Ich habe gesagt, mögen sich einzelne Anwälte finden, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber Hengeler Müller glaube ich nicht, dass man mit Beratungshilfeschein selber weit kommt. Diese Fälle gibt es unstrittig. So,
So, dann haben Sie gesagt, Abfindung, da gibt es keinen Anspruch, das ist mir bewusst. Deswegen sprechen wir auch auf unserer Seite nicht von Abfindungsansprüchen. Ich glaube, 4a ist der einzige Fall oder 2a, wo es das mal gibt. Ansonsten gibt es im Verhandlungswege, wenn hinreichend Aussicht im Kündigungsschutzprozess auf Erfolg ist. Aber Fakt ist, dass 90% oder 88% der Verfahren mit einer Abfindung ausgehen. Und selbstverständlich ist in den Verträgen, in den Abfindungs- oder Abwicklungsverträgen, die generiert werden, übrigens durch einen Anwalt, weil das können wir nur als Prozesskostenfinanzierer überhaupt machen, weil es ja keinen inkassofähigen Anspruch gibt. In diesen Verträgen ist selbstverständlich auch Urlaubsabgeltung, Zeugnisanspruch und ähnliche Dinge drin. Und ich weiß nicht, woher Sie diese kühne Behauptung nehmen, ehrlicherweise, Stichwort Fakten, dass das alles bei uns keine Rolle spielt. Also das möchte ich schon nochmal klarstellen, das machen wir selbstverständlich. Aber die initiale Prüfung, fällt das Arbeitsverhältnis überhaupt unter das Kündigungsschutzgesetz oder unter Sonderkündigungsschutzfälle? Das wird vom Algorithmus gemacht und das ist so einfach, dass das nun wirklich kein obskurer Algorithmus ist, dem man misstrauen müsste und der Mensch gerät dann unter die Räder, sondern das ist plain vanilla und der Rest wird dann ganz normal abgewickelt von einem Arbeitsrechtsanwalt. Was, hatte ich einen Punkt vergessen? Nee, das war's. Okay. Aber was sagen Sie zur Beratungshilfe? Das würde mich jetzt schon interessieren. Was erwidern Sie darauf? Ob Rechtsschutz gegeben ist. Mhm. Was macht der Millionär, der einen 10-Euro-Anspruch hat? Der versucht durchzusetzen, selbstverständlich dann eben nicht über Beratungshilfe, weil da ist er ja nicht berechtigt. Und wie macht das dann? Ja, indem er es einklagt bzw. außergerichtlich geltend macht. Im Übrigen, auch das vielleicht mal, Sie sagen ja, es gibt keinen Zugang zum Recht im kleinen Bereich, das sehe ich nicht. Warum sollte es den nicht geben? Der Millionär kann den durchsetzen, der Bedürftige kann den durchsetzen. Also der Millionär muss ein 500 Euro Kostenrisiko nehmen. Nee, 500 Euro Kostenrisiko. Kostenrisiko, haben Sie dafür nicht. Erstinstanzlicher Anwalt plus Gerichtskosten plus Gegnerkosten. Nein, das ist schon alles falsch. Der Millionär wird hingehen und bei Online-Mahnantrag für 32 Euro Gerichtskosten einen Mahnantrag stellen. So, und da sind Sie nicht eingelegt. Sind Sie, ja, nicht unbedingt. Aber nehmen wir das mal an. Andere Fälle, andere Rechtsfolgen. Nee, aber was ist dann? Dann wird das weitermachen. Da können wir natürlich in jede Richtung spinnen. Hat er Erfolg, hat er nicht Erfolg? Natürlich, aber das hat nichts mehr mit dem zu tun, was Sie dort anbieten. Doch, doch. Nein, das hat mit Zugang zum Recht zu tun. Nochmal. Wo ist denn Ihrer Meinung nach da der Zugang zum Recht verwehrt? Sie sagen ja selber, er kann... Prohibitive Kosten, ich hatte es jetzt mehrfach gesagt, ich kann es nochmal sagen. 600 Euro Kosten, 570 Euro oder sowas. Und ich kann Ihnen entgegenhalten, 32 Euro Gerichtskosten übers Mahnverfahren. An der Stelle kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Nein, nochmal. Ja. Ne? Wenn der Widerspruch ergeht, geht es zum Gerichtsverfahren und dann sind Sie doch genauso da wieder. Das ist doch... Sonst kann die Frage sonst nachher auch gerne bilateral noch geklärt werden. es gab hier noch eine weitere Frage. Ja, mein Name ist Katharina Neuroth, ich bin langjährig Anwältin bei Altmann Fröhlich, die Schwester von Altmann Schmidt, dem einen oder anderen bekannt. Was ich glaube, was wir hier alle verwechseln, ist A, Anwälte sind alle langweilige und Spießer, die mit erhobener Hand sich gegen Neuigkeiten und Neuerungen wehren. Ich glaube, der Eindruck darf nicht entstehen und er muss auch gar nicht entstehen. Was passiert ist, dass sich hier jemand... mit Legal Tech, auch der Begriff, Entschuldigung, ich finde den extrem weit, man könnte das auch ein bisschen genauer machen, ob wir nun über ein Portal sprechen oder über ein Vertragshandbuch, das macht ja schon einen großen Unterschied. Dass es doch darum geht, jemand muss sich trauen, zum Anwalt zu gehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Legal Tech extrem helfen kann. Denn genau diese Ansprüche, die, das sagen wir jetzt alle, ja, das sind ja nur 10 Euro, das sind jetzt einmal im Monat 10 Euro und wer lange noch wartet, hat dann auch höhere Streitwerte, um die sich dann Leute kümmern können. Aber das ist es doch. Ich kann zu Hause sitzen und mal erst mal gucken. Und das ist das, was wir als Anwälte bisher, wenn wir in unserer Kanzlei sitzen, nicht gewöhnt sind, rauszugehen und zu sagen, sag mal, hast du ein Problem, ich bin da. Anwälte hatten jahrhundertelang, ich weiß, so lange gibt es das RDG wahrscheinlich nicht, die Möglichkeit zu sagen, du musst ja zu mir kommen, weil da steht es. Nur ich darf das. Und das, was Legal Tech mit uns macht, ist, dass es uns zeigt, ey, ihr müsst euch mal bewegen und sagen, warum seid ihr denn eigentlich da? Und das ist, glaube ich, das, was es so ein bisschen schwergängig macht, denn wir haben ewig lange einem Werbeverbot unterlegen. Wir durften keine Werbung machen. Das sitzt allen extrem in den Knochen. Und jetzt zu sagen, ja, warum bin ich denn da?
Und wie mache ich denn das? Das ist die Schwelle, die die Anwaltschaft nehmen muss. Und das ist nicht leicht. Und wenn ich sage, wir machen jetzt nur noch auf Erfolgshonorar, der Anwalt ist zwar dann möglicherweise schon mal vor der Tür, aber er ist noch nicht in jeder Hinsicht ein Unternehmer, dass er ein Risiko vielleicht, wir sind halt alle doch ein bisschen konservativ, ein Risiko eher scheut. Und dass man sowas natürlich dann auch nicht generell freigeben will, auch klar. Dass man da irgendwo ein Mittelmaß finden muss, glaube ich, ist wichtig. Aber dieses, wo ist die Schwelle, über die wir reden? Die Schwelle ist die Haustürschwelle oder die Wohnungsschwelle der Mandanten. Da müssen die nämlich erst drüber. Und das kann Legal Tech vermeiden helfen. Danke auch für diesen Beitrag. Sehe ich weitere Fragen? Hallo, mein Name ist Tom Fennmanns. Ich danke allen Rednern für den Vortrag, sehr interessant. Natürlich können nicht alle Aspekte in 90 Minuten angesprochen werden. Herr Lindemann hat das probiert mit dieser rechtsvergleichenden Perspektive. Wenn wir uns jetzt die BRAG und den Deutschen Anwaltsverein als Hauptgegner von Legal Tech vorstellen, dann kann man meiner Meinung nach die Hauptargumente reduzieren auf zwei Punkte. Das ist einmal, wir haben das Anwaltsmonopol und dahinter steht ein Schutzzweck, nämlich der Schutzzweck von Rechtssuchenden vor schlechter Rechtsberatungsqualität. Und dann sind wir bei diesen Punkten, die Sie auch gerade angesprochen haben. Es geht darum, können nicht anwaltliche Angebote, können die eine Beratungsqualität generieren und anbieten, wie sie in unserer Rechtsordnung wünschenswert ist. Und da finde ich, ist die rechtsvergleichende Perspektive ganz sinnvoll. Wenn wir nämlich in andere europäische Rechtsordnungen gucken, die eigentlich international für ihren Stand und die Qualität eines gelebten liberalen Rechtsstaats bekannt sind, wie zum Beispiel nach Schweden, die Niederlande, Großbritannien, dann sehen wir, dass keins von diesen Ländern ein Anwaltsmonopol hantiert. Alle Länder haben eine Rechtsberatung unterhalb der Schwelle der Anwaltschaft und in diesen Ländern sehen wir auch, dass Legal Tech im besonderen Maße boomt. Wenn wir jetzt in diese Vorbehaltsperspektive schauen, sehen wir bei der rechtsvergleichenden Perspektive jedoch, dass sich diese ganzen Horrorszenarien, die die Anwaltschaft, besonders der Deutsche Anwaltsverein und die Anwaltskammer immer vorbringen, dass die Beratungsqualität verwässert, dass viele Rechtssuchenden hinters Licht geführt werden, das sehen wir in der Langzeitbewertung nicht. Das wollte ich eben anwenden. Und der zweite Aspekt ist, das sieht man auch heute Abend, wir haben Defizite in der Rechtsdurchsetzung. Das hat der VW-Abgasskandal auch in der rechtsvergleichenden Perspektive perfekt gezeigt, dass wir Rechtsordnungen haben, in denen in wenigen Monaten ein derartiges Massenschadenereignis abgewickelt ist. Und in Deutschland kriegen wir es nicht hin. Gesetze müssen eingeführt werden nach Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, wie jetzt zum Beispiel das Gesetz für die Feststellungsklagen. Und ich glaube, der wichtige Punkt, den wir machen müssen, ist, dass wir auf der einen Seite das materielle Recht, was in der Bewertungsperspektive Nachteile birgt, dass wir das nicht zusammenwürfeln mit dem Verfahren, was Legal Tech Unternehmen zum Beispiel anbieten. Sie versuchen, diese Missstände zu lösen. Und oft wird in dieser Debatte, nach meiner Meinung zumindest, das über einen Haufen geworfen, um es sich einfach zu machen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, um da Fortschritte zu machen, dass wir materielles Recht und die Missstände betrachten und sauber, können wir Recht durchsetzen und das, um Fortschritte zu machen, da eine parallele Entwicklung stattfinden muss. Genau. Möchte da jemand darauf antworten? Vielleicht nur ganz kurz, ich kann nur unterstützen, unterschreiben, dass
die Rechtsberatungsqualität, jedenfalls in den Gebieten, wo sich Legal Techs in Deutschland, die mir bekannt sind, tummeln, dass die offenbar nicht gelitten hat. Die Kunden sind hochgradig zufrieden. Es gibt keinen Skandal, keine Haftungsfälle flächendeckend, die diese Debatte überhaupt rechtfertigen könnten, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute wollen es und die sind zufrieden. Und insofern glaube ich, der Markt ist hier der beste Garant für Qualität, gerade weil es eben eine Vielzahl von kleinen Ansprüchen gibt und die auch relativ transparent sind. Ich glaube, da auch wieder unter Artikel 12 Gesichtspunkten braucht es gar keine Qualitätskontrolle durch Regulierung, sondern Qualitätskontrolle durch den Markt, was, glaube ich, ohnehin der effizientere Ansatz ist, jedenfalls dort, wo es funktioniert. Und der Bereich scheint mir zu funktionieren. Aber das, was Sie machen, ist keine Rechtsberatung. Und das ist der Punkt. Sie setzen eine Forderung durch als Inkassodienstleister. Die Rechtsberatung obliegt Ihnen nicht. Und deswegen können Sie nicht sagen, dass die Rechtsberatung da nicht leidet. Das ist genau das, was die Kollegin eben angesprochen hat. In der Regel sind die Fälle nicht isoliert. Man kann sie sehr isoliert sehen, das löst aber oft nicht das allgemeine Problem, das individuelle Problem, was ein Mandant hat. Und das muss man sehen. Deswegen, das mit der Rechtsberatung ist insofern nicht richtig, weil die Rechtsberatung dürfen Sie nicht vornehmen. Doch, ja? Doch. Dürfen wir. 2002 Verfassungsgericht, BGH-Urteil, ganz klar, brettelbreit, Rechtsberatung ist Teil des Inkassos, des Inkassoauftrags im Zusammenhang mit der Durchsetzung. Aber nur mit der konkreten Forderung und nicht, genau. Nicht mehr. Genau. So. Und deswegen gibt es da natürlich auch im Moment da noch keine Probleme. Und was also jetzt den Dieselskandal angeht, ich meine, da muss man erstmal eins sehen, was da rauskommt, ist ja noch vollkommen offen. Weil die individuellen Ansprüche sind ja alle noch nicht geregelt. Da wird es möglicherweise sogar noch viele Interessenkollisionen geben, die bisher noch gar nicht aufgedeckt sind. Aber das sind ganz andere Fragen. Und was Sie eben gesagt haben, Herr Tillmanns, das materielle Recht, das ist mir nicht ganz klar geworden. Wenn Sie das materielle Recht ändern, dann ist das eine Änderung an der Anspruchsgrundlage und der Anspruchsvoraussetzung. Das hat dann mit der Frage der Rechtsdurchsetzung zunächst einmal nichts zu tun. Und das ist richtig, beispielsweise in den Niederlanden gibt es dieses sogenannte Anwaltsmonopol nicht. Überwiegend werden dort aber die Verfahren von Anwälten betrieben und insbesondere gibt es in den Niederlanden einen sehr großen Anteil an Prozesskostenhilfe, der vom Staat zur Verfügung gestellt wird und dieses Geld wird an die Anwälte, die speziell Prozesskostenhilfefälle übernehmen, dann verteilt. Also das wird schon sehr stark auch auf die Anwälte bezogen. Also deswegen, der andere Markt ist relativ gering. Bei den Niederländern weiß ich das zufällig, weil wir dort lange Zeit mit dem Kammerpräsidenten darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir reden aber ja in ganz vielen Fällen doch um relativ einfache, im Prinzip eigentlich niedrigschwellige Dinge. Also bei irgendwas, wo völlig klar ist, ich gehe deshalb zum Anwalt und will das einfordern, ist es ja meistens auch unproblematisch, dass man zum Anwalt geht. Aber ich glaube, es läuft genau auf das raus, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich darauf, das ist mir jetzt einfach alles zu unbequem, das zu machen. Ja, und wenn es einfacher wäre, das zu tun. Und das meinte ich auch am Anfang mit der Flightride-Thematik. Ich hab ja nicht gesagt, das konnte man vorher nicht. Es war nur alles so schrecklich unbequem. Jetzt habe ich das in 5 Minuten von zu Hause erledigt. Ich sehe, war der Flug zu spät, war der nicht zu spät. Ich drücke einmal auf den Knopf, kann es sogar digital signieren und dann kriege ich das irgendwie. Und dafür, dass ich nur 80% davon kriege, ist total super, weil ich hätte mir sonst die Mühe gar nicht gemacht. Ja? Und ich glaube, diesen Zugang zu schaffen, und das sehe ich auch als eine Herausforderung für die Anwaltschaft, weil das heißt ja gar nicht, dass das in jedem Fall nur ein dritter Anbieter könnte. Man muss sich halt nur dazu durchringen, es wirklich zu machen und auch die Technologie in die Hand zu nehmen und es zu tun. Und ich glaube einfach, dass man dafür möglichst wenig Hemmnisse aufbauen sollte, das zu tun. Und das sehe ich genauso im Interesse der Mandanten wie auch der Anwaltschaft, das zu tun. Einfach mehr Rechtsdienstleistung, ich nenne es jetzt mal Rechtsdienstleistung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz in allen Fällen in Ihrem Ermessen eine Rechtsdienstleistung ist, aber es einfach zu machen, was zu tun, was ich in vielen Fällen sonst überhaupt gar nicht tun würde. Ich würde nämlich gar nicht zum Anwalt gehen, weil es mir einfach viel zu unbequem alles ist. Ich hatte kurz einen Nachtrag zu Ihrem Einwand, Herr Wessels. Erstmal vielen Dank für die Reaktion. Aber ich bin zufällig niederländischer Jurist und arbeite auch in den Niederlanden.
Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass Sie da wirklich von einer falschen Faktenlage ausgehen. Gerade die Niederlande, und das ist wirklich eine weltweite Sonderstellung, dort ist 2/3 des gesamten Rechtsberatungsmarktes in Händen der nichtanwaltlichen Beratung. Sogar in Bundestagsdrucksachen wird auf dieses Verhältnis in besonderem Maße hingewiesen. Also stimmt nicht, was Sie sagen. Wir haben zwar kein Anwaltsmonopol, aber die Leute gehen zu den Anwälten. Das stimmt nicht. Das ist falsch. In Schweden ist das eher der Fall. In Schweden sehen wir, wir haben einen starken nicht-anwaltlichen Markt. Wir haben auch kein Anwaltsmonopol. Aber dort ist die Rechtskultur wirklich, wie Sie das von den Niederlanden behaupten, so, dass die Leute trotzdem zum Anwalt gehen. In den Niederlanden stimmt das nicht. Aber die Prozesskostenhilfe ist doch allein den Anwälten dort vorbehalten, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist richtig. Aber jetzt machen Sie ja fast auf, was außerhalb der Legaltech-Debatte steht. Da reden wir ja immer im Regelfall über eine gerichtliche Streitverfolgung. Der Abend heute, oder die Debatte bis jetzt, die fokussiert sich natürlich stark auf die außergerichtlichen Sachen, wo eben, das ist ja auch eben der Sachstand der Debatte aktuell. Im Moment wird ja nicht gefordert, wir wollen jetzt eine komplette Marktöffnung auch für die gerichtlichen Verfahren in Deutschland für nicht-anwaltliche Angebote. Wir möchten die Debatte ja im ersten Schritt erstmal auf die nicht-anwaltlichen, für die außergerichtlichen Verfahren erstmal in einem ersten Schritt belassen. Und natürlich, ja, die Sachen, die in den Niederlanden zum Gericht gehen, in den Fällen, es gibt viele Kategorien von Situationen, wo noch nicht mal dort eine Anwaltspflicht besteht für die gerichtliche Vertretung. Aber in diesem Fall ist es so, dass für die außergerichtliche Beratung, wo sich auch eben hier, wie Herr Linnemann, wo sich eben diese Verbraucherrechtsplattformen darauf maßgeblich beziehen, dass da eben 2/3 des Marktes komplett in nichtanwaltlicher Hand ist. Ja, wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage. Vielen Dank für die Diskussion, Herr Helmer. Ich habe eine Nachfrage zu Ihrer Argumentation für den Rechtsstaat, die ja im Grunde eine Argumentation für Ihr Geschäftsmodell ist. Mir ist nicht ganz klar, ob Sie von vollständigen Prämissen ausgehen. Sie zeichnen immer das Bild von dem bösen Unternehmer oder von dem bösen Vermieter, der gegen das Recht verstößt und jetzt den Mieter oder den armen Verbraucher in die Position bringt, sich dagegen verteidigen zu müssen. Und wenn Sie das zugrunde legen, bin ich ja völlig bei Ihnen, dass es Zugangshürden gibt, die abgebaut werden müssen. Eine Kultur, der rationale Unternehmer, nicht der böse Unternehmer. Es ist rational, gegen das Gesetz, gegen den Vertrag zu verstoßen. Okay. Aber trotzdem, also wenn Sie davon ausgehen, dann haben Zugangshürden, also dann erscheint das ja so, als gäbe es überhaupt kein Argument dafür, diese Zugangshürden aufrechtzuerhalten. Aber Rechtsschutz lebt ja nicht nur von der Seite desjenigen, der seine Rechte durchsetzen will, sondern diese Zugangshürden, zu denen auch das anwaltliche Beratungsmonopol zählen, die sollen ja auch schützen denjenigen, der sich gegen diese Rechtsverfolgung verteidigen muss, ob jetzt gerichtlich oder außergerichtlich. Und es soll auch die Allgemeinheit schützen, weil wenn jetzt jeder für 10 Euro irgendwie klagt, dann dauern alle Gerichtsverfahren länger. Und effektiver Rechtsschutz meint halt eben auch schnellen Rechtsschutz. Das heißt, dieses System versucht ja, einen Ausgleich zu schaffen für all diejenigen, die ihre Rechte durchsetzen wollen, aber auch diejenigen, die nicht irgendwie ungerechtfertigt von Klagen überzogen werden wollen. Mich würde einfach interessieren, wie Sie sicherstellen bei Ihrem Geschäftsmodell. Sie haben ja eben auch schon mal angedeutet, dass Sie eben jetzt nicht jede Sache annehmen, wie Sie sicherstellen, dass solche ungerechtfertigten Ansprüche eben nicht durchgesetzt werden, weil jeder, der sich gegen so eine Klage verteidigen muss, der muss ja auch Kosten investieren. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wenn Sie von Ihrer eigenen Marktmacht sprechen und jetzt Ihr Geschäftsmodell damit anpreisen, dass bestimmte Fluggesellschaften jetzt gar nicht mehr auf die Klage kommen lassen, sondern direkt sich einigen, weil sie natürlich jetzt mit Geschäftsmodellen konfrontiert sind, die so stark sind, dass sich das für die überhaupt nicht mehr rechnet. Also was machen Sie, um solche ungerechtfertigten Klagen auszuschließen? Also zum ersten Punkt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es gibt die Zugangshürden zur Rechtsberatung, zur Anwaltschaft auch, um die Anspruchsgegner vor ungerechtfertigter Anspruchsverfolgung zu schützen. Das halte ich für absoluten Quatsch.
sorry. Nein, es steht ja auch klar im Gesetz, die Ziele sind Qualität der Rechts, also Schutz der Rechtssuchenden vor unqualifizierter Beratung und das Rechtssystem ist auch noch irgendwie so ein bisschen angesprochen. Dass sozusagen der Gegner geschützt werden soll, dass er nicht irgendwie angegriffen wird, das steht da nicht drin. Das kann man vielleicht ganz grob unter Rechtspflege irgendwie subsumieren. Aber der eigentliche Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte, ist nochmal, um das klar zu machen, es hat nichts mit Marktmacht zu tun, sondern es hat damit zu tun, wir sondern die guten von den schlechten Fällen aus, nach unserer Logik. Das heißt, wir nehmen die Angaben des Kunden, die er selbst gemacht hat zu seinem Fall, und sagen, wäre alles wahr, was der sagt, das subsumiere ich einfach unter den entsprechenden Anspruchsparagraphen, hätte der dann den Anspruch ja oder nein. Und wenn der Kunde selbst schon Tatsachen vorträgt, die ihn nicht zum Anspruch berechtigen, dann nehmen wir den Anspruch, dann nehmen wir diesen Fall nicht an. Und das führt dazu, dass wir hoffentlich nur die tatsächlich materiell rechtlich bestehenden Ansprüche durchsetzen und die anderen eben nicht. Es mag Fälle geben, wo der Kunde sich getäuscht hat und er hat eigentlich einen Anspruch, hat es aber falsch angeklickt, können wir nichts machen. Es mag auch die Fälle geben, die gibt es tatsächlich, da klickt der Kunde irgendwas an, stellt sich aber später raus, das hat er sich getäuscht, es ist doch kein hochwertiges, es ist doch kein runtergekommenes Treppenhaus und deswegen ist der Mietpreis doch ein anderer. Diese Fälle gibt es, sind aber sehr, sehr selten. Unser inhärentes Interesse ist es ja, genau die richtigen Fälle rauszusuchen und die dann durchzusetzen, und zwar nicht mit einer Marktmacht, sondern mit einer, wir nennen das intern Counterparty Reputation. Also wir haben uns gegenüber ADO, Deutsche Wohnen, Akelius, eine Reputation aufgebaut, weil wir zig hunderte Gerichtsverfahren geführt und gewonnen haben, sodass die nun in ihrem eigenen Kalkül entscheiden, es ist besser, sich mit LexFox außergerichtlich zu einigen. Klammer auf, bei uns entscheidet immer der Kunde, ob er die Einigung will, anders als im MyRight-Modell. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Oder ob er es auf ein Klageverfahren ankommen lassen will. Also ich habe noch nicht verstanden, wo der Kritikpunkt jetzt liegt, wenn man mal unterstellt, dieser Auslesermechanismus funktioniert. Also erst vielleicht nochmal zu dem ersten Punkt. Also ich glaube schon, dass das die Funktion hat, die anwaltliche Beratung, dass jemand, der in der Sache nach rechtlicher Prüfung keinen Anspruch hat, auch gar nicht erst die Klage erhebt. Weil wenn sie jetzt irgendwie verklagt werden ohne Grund, dann kostet sie das ja auch Zeit und Mühen, selbst wenn sie ganz sicher wissen, dass an diesem Anspruch überhaupt nichts dran ist und sie das Verfahren am Ende gewinnen werden, es kostet sie Zeit und Nerven. Sie müssen ja erstmal dann irgendwie zu einem Anwalt gehen und sich verteidigen lassen. Und insofern glaube ich schon, dass man sagen kann, dass die anwaltliche Beratung dazu führt, dass solche Klagen überhaupt nicht erst an den Gerichten landen und sich jemand dagegen verteidigen muss. Und aber das anwaltliche Vergütungssystem führt doch genau dazu. Das anwaltliche Vergütungssystem, wo der immer Geld verdient, auch wenn nichts dran ist am Anspruch. Das führt doch dazu, dass ich eher mal jemanden in eine Klage reindränge, der eigentlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Also Herr Halmer, seien Sie nicht böse, aber das ist schlichtweg falsch, weil das würde dazu führen, dass Sie ständig dann Haftungsansprüche gegen sich haben, denn dann würde Ihr Mandant jeden Prozess verlieren, er würde die Kosten tragen und das würde er nicht auf sich sitzen lassen, sondern dann würde er den Anwalt in Anspruch nehmen, weil er sagt, du hast mich fehlerhaft beraten, du hast das Risiko. Ich habe gesagt, eher mal. Ich habe nicht gesagt, alle Ansprüche, alle Anwälte machen das permanent, sondern ich habe gesagt, ceteris paribus ist es eher so, dass dieses System, dieses Vergütungssystem zu der Durchsetzung nicht bestehender Ansprüche führt als ein Erfolgshonorarmodell. Das ist nur mein Argument. Also ich glaube nicht, dass Sie das wissenschaftlich belegen können, aber gut, das ist eine andere Diskussion. Kann ich nicht, nee. Gut, wir würden an dieser Stelle dann auch gerne einen Cut setzen. Der Grund ist nicht, dass uns die Diskussionsargumente ausgehen, sondern dass das Essen vor der Tür steht und alle ja Essensmarken auch erhalten haben. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Diskussionsteilnehmer, auch im Publikum. Es war uns eine Freude, wir hatten eine sehr schöne Diskussion und hoffentlich bis zu den nächsten Veranstaltungen, bis zum nächsten Legal Innovation Talk. Okay. Aber vielleicht sollten wir doch noch eins eben sagen, danke für die sehr gute Gesprächsführung und auch für die guten Fragen hier, dass Sie das so toll organisiert haben und dass Sie überhaupt diese Initiative so aufbringen, so vielfältig da auch tätig sind.
Das sind also beispielsweise Sachen, die zu der Zeit, als ich studiert habe, das liegt ja nun schon ein bisschen zurück, noch nicht so ausgeprägt waren. Also großes Lob dafür und großen Respekt, dass Sie das in dieser Form aufziehen. Also insofern herzlichen Dank. Danke.